Willst du was Neues zum Essen ausprobieren? Vielleicht Indisch? Tex-Mex? Hast du dich mal gefragt, wie die Menschen wären, wenn sie sich aus Reptilien statt aus Säugetieren entwickelt hätten? Na schön, reden wir eben darüber. Wie du weißt, sind Reptilien kaltblütige Lebewesen. Ihnen fehlt die Fähigkeit, Temperatur zu fühlen. Aber sie bewegen sich schwerfälliger, wenn es kalt ist. Also würde der Echsenwettermann so etwas in der Art sagen wie... Zieht eine Jacke an, draußen ist es langsam. Ich liebe meinen Verstand. Ja, wie wir alle. Was wollen wir essen? Oh, in dem Fall würden wir Insekten fressen oder kleinere Echsen. Wir könnten uns aber auch die Schwänze abziehen und grillen, denn sie wachsen ja nach. Oh, mein lebensgroßer Papp, Mr. Spock, ist da. Ich weiß, er schätzt keine emotionalen Ausbrüche, aber in dem Fall... Oh, toll, oh, toll, oh, toll. Naja, das ist so. Commander Spock bittet um Erlaubnis, entfaltet zu werden. Entschuldige mich. Erlaubnis erteilt, Commander. Weswegen der Affe, je intelligenter er ist, mit umso mehr Fäkalien um sich wirft. Entschuldige, Amy. Penny, hast du heute Abend schon was vor? Wieso? Wollt ihr irgendwo hingehen? Nein, nur wir beide. Du meinst, wie ein Date? Nicht wie ein Date, ein Date. Oh, okay. Gern. Oh nein, sie haben den falschen Spock geschickt. Lebe lang und verzieh dich, Zachary Quinto. Ich finde das aufregend. Wenn Penny und Leonard wieder zusammenkommen, können Howard und ich wieder mit ihnen ausgehen. Warum lädst du Sheldon und mich nie zu einem Doppeldate ein? Wie geht's voran, Penny? Bin gleich fertig. Zu viel? Ja. Nein. Okay, warte kurz. Du erträgst ihre rohe Sexualität nicht. Wann hatten du und Leonard Schluss gemacht? Vor ungefähr 2 Jahren. Wieso hat er dich jetzt wieder eingeladen? Keine Ahnung. Er stirbt vielleicht, das wäre echt romantisch. Nicht im Sterben. Echt blöd. Denn wenn doch, könnte sie ihn aufs Bett werfen und vögeln, bis sein Herz stillsteht. Wie ist das? Möglicherweise. Ich bitte dich. Ja, also nein. Wirst du heute Nacht mit ihm schlafen? Selbstverständlich nicht. Wir wollen nur essen gehen und dann sehen wir schon, wie es sich entwickelt. Wenn er doch todkrank ist, schläfst du dann mit ihm? Was? Angenommen, er stirbt an etwas, das nicht sexuell übertragbar wäre. Na, wie eine Speerwunde an der Stirn. Also nochmal, er wird nicht sterben. Woher weißt du das? Bist du Ärztin? Wie wär's mit einem Rollenspiel? Manchmal tun Howard und ich so, als bekäme er eine Rhythmusstörung und ich bin dann seine sexy Kardiologin. Und das Schlimme daran ist, der Mann hat keine Krankenversicherung. Scheiß drauf, ich mach kein großes Ding daraus. Es ist nur ein Essen. Mit einem Toten. Amy, hör bitte auf. Gott, bin ich nervös. Entspann dich. Du weißt, dass Leonard immer verrückt nach dir war. Es wird bestimmt sehr schön. Ich weiß, aber wir sind jetzt so weit, dass wir was unternehmen können, ohne dass es komisch wird. Und wenn das heute schief geht, was dann? Dann werden eben Sheldon und ich mit Howard und Bernadette ausgehen. Gern. Das wäre klasse. Zieh dich sexy an. Es steht einiges auf dem Spiel. Ich möchte eine Straße bauen, aber dafür brauche ich Holzlatten. Jungs, habt ihr vielleicht Latten? Ich verstehe euer Gekicher nicht. Das Ziel der Siedler von Catan ist der Bau von Straßen und Siedlungen. Dafür braucht man harte Geräte. Also, ich habe Schafe, es fehlen nur noch Latten. Wer hat eine Latte für meine Schafe? Okay. Wie
riesig aus. Die Frage muss lauten, was soll denn das Ganze? Wie meinst du das? Schon vergessen, was Benny dir angetan hat? 2 Jahre um die Entehrung meiner Schwester hast du gebraucht, um wieder lächeln zu können. Ich habe sie nicht entehrt. Wir hatten eine Beziehung. Du hast sie Brown Sugar genannt. Für mich ist das eine Entehrung. Willst du meine Meinung hören? Oh Mann, will ich das? Sarkasmus? Nein. Also gut, dann. Der Grund für deine Fixierung auf eine gutmütige, einfältige Person wie Penny liegt darin, dass sie das vollkommene Gegenteil der ersten Frau in deinem Leben ist, deiner brillanten und einschüchternen Mutter. Wo hast du denn das schon wieder her? Aus ihrem Buch Leidendes Baby, gieriges Baby. Deswegen muss das nicht wahr sein. Es ist nicht grundlos ein Fachbuch, Leonard. Bis dann. Falls ihr Buch jemals verfilmt wird, weiß ich, wer Leonards Mutter spielt. Sandra Bullock. Wieso? Weil sie in allen Rollen gut ist. So, wo waren wir? Oh ja, hat jemand von euch eine Latte? Also bitte, es geht mir doch nur um Latten. Muss ich wieder Härte zeigen? Sag, kennst du einen Begriff für ein erstes Date mit jemandem, mit dem man schon liiert war? Tja, das ist eine gute Frage. Wie wär's mit peinlich? Ja, das haut hin. Ja. Hey, wie wäre es, wenn wir so tun, als wäre dies unser erstes Date und sehen, wie es sich entwickelt? Okay. Also, Polly, erzähl mir was von dir. Ich heiße Penny. Oh, entschuldige, ja, peinlich. Okay, also ich komme aus Nebraska und schon als kleines Kind habe ich davon geträumt, nach L.A. zu ziehen und Filmstar zu werden. Und bis jetzt habe ich nach 4 Jahren Schauspielunterricht und Kellnern einen Werbespot gedreht und in Anne Frank über einer Bowlingbahn mitgespielt. Also, du siehst, Träume werden echt wahr. Jetzt du. Ja, warte. Ich bin Experimentalphysiker am Caltech und im Besonderen befasst sich meine Forschung mit Hochleistungslasern und... Oh, ich habe einen großen staatlichen Zuschuss erhalten, um zu sehen, ob man Laser gegen anfliegende Raketen einsetzen kann. Wow. Und geht das? Oh Gott, nein. Aber die Bezahlung ist gut. Und ich habe die Geräte benutzt, um ein eigenes Bad-Signal herzustellen. Bad-Signal? Bist du so eine Art Nerd? Nicht bloß eine Art Nerd. Ich bin der König der Nerds. Und das bedeutet? Es bedeutet, wenn mir jemand nicht gefällt, weigere ich mich, seinen Druckertreiber zu installieren. Du bist echt witzig. Gut. Vergiss das nicht, wenn ich mein Hemd ausziehe. Leonard, ganz ehrlich, ich freue mich, dass wir heute hier sind. Ich mich auch. Und was meinst du, kommen wir wieder zusammen? Wow, nicht so schnell. Warum? Was habe ich gesagt? Leonard, du weißt, dass ich immer etwas für dich empfinden werde. Oh Gott. Was denn? Du hast immer gesagt, dass du immer was für mich empfindest. Ja, und? Ja, und so etwas würde man nur zu jemandem sagen, mit dem man keine Beziehung will. Es funktioniert nicht, aber ich werde immer etwas für dich empfinden. Tut mir leid, ich habe mit deinem besten Freund geschlafen, aber ich werde immer etwas für dich empfinden. Folgendes, Lisa, ich stehe zwar jetzt auf Kerle, aber ich werde immer etwas für dich empfinden. Wie würdest du es denn sagen? Ich empfinde etwas für dich. Das ist aber das Gleiche. Nein, ist es nicht. Immer macht es schlimmer. Du bist zu empfindlich. Nein, bin ich nicht. Doch, du denkst immer zu viel über... Ah, da hast du es. Immer macht es schlimmer. Siehst du, das macht alles kaputt, wenn wir reden. Ich weiß nicht, wie man eine Beziehung führen kann, wenn man nicht redet. Ich hatte mal 8 Monate lang was mit einem TJ. Wir haben nie geredet. Ich weiß nicht mal, wofür TJ steht. Warte, wenn ihr nie geredet habt, was... Vergiss es, dumme Frage. Und mit dem Holz kann ich jetzt meine Latte aufrichten und damit den Samen für eine neue Gemeinschaft ausbringen. Er macht das bestimmt mit Absicht. Noch keine 9 Uhr. Wollten Penny und du heute Abend nicht die Stadt unsicher machen? Du bist 30 und wohnst bei deiner Mutter.
Ist wohl nicht gut gelaufen. Das wissen wir nicht mit Sicherheit. Mit Gewissheit können wir nur sagen, dass Leonard wieder zu Hause ist. Aber was jetzt? Auch hier nicht genügend Beweise. So wie es sich anhört, wird er gerade ermordet. So, wo war ich denn? Wolltest du nicht was aufrichten? Oh, natürlich, ich hab's in der Hand. Was will sie denn jetzt schon wieder? Was gibt's denn? Denk nicht wieder zu viel nach. Ich verstehe nicht. Aber vorhin hat's so ausgesehen. Nicht reden. Auch nicht dabei, denn manchmal habe ich Fragen. Das war doch klasse. Ja, bis auf den blöden Krampf in meinem Fuß. Und doch hast du durchgehalten. Naja, ich wollte nicht versagen. Und was willst du jetzt machen? Ich würde gern meinen Asthma-Inhalator holen, aber das könnte die Stimmung kaputt machen. Kannst du mir etwas erklären? Warum haben wir nach diesem katastrophalen Date Sex? Weiß nicht, es ist kompliziert. Ich bin, glaube ich, ziemlich clever und gerade wird mein Hirn mit Blut versorgt, also versuch's ruhig zu erklären. Okay, ich... Als du im Restaurant gesagt hast, du willst wieder mit mir zusammen sein, ist das so schnell auf mich eingestürzt und ich hatte plötzlich Angst. Wieso? Wovor hast du denn Angst? Was ist, wenn wir zusammen sind und ich dich nochmal aus Dummheit abserviere? Und wenn ich dich abserviere? Ach. Bleib bitte ernst, ja? Was hältst du davon, wenn wir das gar nicht als Beziehung betrachten, sondern mehr als neue Software-Version? Penny und Leonard 2.0. Wir testen sie intern, beseitigen die Fehler und wenn wir beide meinen, dass es solide läuft, treten wir damit vor die Öffentlichkeit. Wir sagen also niemandem, dass wir zusammen sind. Genau. Ja, wir geben vor, dass unser Date scheiße war. Da müssen wir keinem was vormachen. Dann lassen wir sie glauben, dass wir nur Freunde sein wollen und dass das für uns okay ist. Na schön, gut. Hey, da fällt mir ein... Ich habe noch einen Inhalator von dir. Dass du den wirklich behalten hast. Ja, ich wollte ihn wegwerfen, aber ich konnte nicht. Das ist lieb von dir. In 25 bis 30 Minuten zeige ich dir, wie viel mir das bedeutet. Leonard? Ja, hi, hi. Wie geht's denn? Ich kann mich nicht beklagen, danke der Nachfrage. Wieso bist du denn um 3 Uhr nachts unterwegs? Wieso bist du denn auf? Ich bin auf der Toilette gewesen. Ja, also, da war ich auch. Wirklich? Ich hab dich da gar nicht gesehen. Natürlich nicht. Als ich gesehen habe, dass du da drin bist, habe ich mir eine andere gesucht. Wo denn? An der Tankstelle die Straße runter. Im Pyjama? Ja. Ohne Schuhe? Ja. In einer kalten Winternacht? Ja. Kommt mir unwahrscheinlich vor. Hattest du denn einen Asthma-Inhalator dabei? Ja, und hier ist er. Dann ist es durchaus plausibel. Nein, warte noch kurz, Mister. Was denn?
Nach der Benutzung des stillen Örtchens an der Tankstelle, hast du da etwas gekauft? Was? Es ist üblich, nach der Benutzung des WCs in einem Einzelhandelsunternehmen einen kleinen Einkauf zu machen. Hast du das? Nein. Hier sind $2. Geh und kauf dir einen kleinen Snack. Ich will jetzt aber keinen. Es geht dabei nicht um dich. Vielmehr um den armen Einwanderer aus Pakistan, der in Amerika sein Glück machen will, indem er in der Tankstelle auf dem Colorado Boulevard Nachtschichten macht. Na schön. Leidendes Baby, gieriges Baby, wohl wahr. Leonard kommt jeden Moment zu uns. Er sucht noch einen anderen Parkplatz. Wieso? Wir standen neben einem Wagen, der einen Fragen Sie mich nach meinem Enkelaufkleber dran hat. Und ich fürchte, wenn wir auf den Eigentümer treffen, sind wir verpflichtet, dies auch zu tun. Es hat mich enttäuscht, dass es zwischen ihm und Penny nicht hinhaut. Mich auch. Aus Rücksicht auf Sie sollten wir unsere glückliche Beziehung nicht offen zeigen. Ja. Du hast eine klare Einsicht in das menschliche Herz, Amy Farrah Fowler. Wir stehen jetzt neben einem Wagen mit einem Gore-Lieberman-Aufkleber. Ach, darüber will keiner mehr reden. Das ist okay. Ich bin überrascht, dass du hier aufkreuzt nach deinem Desaster mit Penny. Ach, hey, wir sind erwachsen und können trotzdem Freunde sein. Mann, ich weiß nicht, ob ich mit Howard befreundet sein könnte, wenn wir uns trennen würden. Wieso nicht? Ich bin ein sehr rachsüchtiger Mensch. Wirklich? Mit Zugang zu biowaffenfähigen Pappen. So, Leute, hier bringe ich euch schon mal Wasser. Wisst ihr vielleicht schon, was ihr wollt? Ja, Leonard weiß, was er will, aber das kriegt er wohl nicht von dir. Howard! Nein, ist schon gut, Bernadette. Manchmal soll etwas einfach nicht sein. Ja, alles ist gut. Wir werden immer etwas füreinander empfinden. Oh, das ist ja schön. Siehst du, sie weiß, was immer bedeutet. Wow, du bist ja wie ein Hund mit seinem Knochen. Du hast festgestellt. Dann stell mal fest, wann du etwas gut sein lassen solltest. Hey, ihr beiden, beherrscht euch bitte. Bevor ihr etwas sagt, was ihr dann beide bereut, würde ich gerne bestellen. Sekunde noch, Sheldon. Weißt du, wieso es mit uns nicht klappt? Weil du immer recht haben musst. Ach, das ist doch gar nicht wahr. Da stimme ich Leonard zu. Er hat öfter Unrecht als jeder andere, den ich kenne. Ich sehe gerade, ich habe Pause. Ich schicke jemand anderes. Leonard, versprich mir, wenn unsere neue Serviererin kommt, fang keine komplizierte Mal-Ja-Mal-Nein-Beziehung mit dir an. Ich habe nämlich einen Riesenhunger. Unglaublich. Erklärst du mir, wieso du dich im Restaurant wie ein Arsch verhalten hast? Ich wollte nur so tun, als wären wir nicht zusammen. Das war doch der Plan, oder? Nein, der Plan war, unseren Bekannten zu erzählen, dass wir nur Freunde sind. Aber das ist schwierig, wenn du immer so ein Klugscheißer sein musst. Weißt du, ich muss nicht hier stehen und mir diesen Mist anhören. Wieso gehst du denn jetzt zu mir? Weil es üblich ist, dass wir nach einem Streit im Bett landen. Ja, auch wieder richtig. Was tun wir nur? Wie meinst du das? Jedes Szenario, das ich für dich und mich durchspiele, endet schlecht. Aber nur, weil du zu viel drüber nachdenkst. Leonard, hörst du mir überhaupt zu? Was? Ja. Das ist eine Katastrophe. Ja, ich hatte ausdrücklich den Leonard Nimoy, Mr. Spock-Pub-Aufsteller, bestellt. Wie soll ich mich mit Zachary Quinto am Fußende meines Bettes sicher fühlen? Ich weiß nicht, er ist doch ziemlich tough in Heroes gewesen. Du hast recht, ich gebe ihm eine Chance. Sekunde. Penny, hast du heute Abend was vor? Wieso? Wollt ihr irgendwo hin? Nein, nur wir beide. Hast du dir das gut überlegt? Ja, und ich finde, wir sollten trotzdem gehen. Nein, das geht nicht. Entschuldige, Quinto, du musst zurück. Thank you.
Wenn ihr wieder zusammenkommt, können Sheldon und ich endlich mit jemandem zu viert ausgehen. Was ist mit mir und Howard? Ja, mit euch können wir uns auch treffen. So was von unsicher. Wo wollt ihr denn essen gehen? Penny? Willst du, Penny, Leonard zu deinem dir angetrauten Ehemann nehmen? Tja, ein bisschen zu spät, um jetzt noch Nein zu sagen. Penny. Entschuldige, mir fällt gerade ein, ich muss noch in die Drogerie. Hallo, ich bin Dr. Sheldon Cooper. Ich begrüße Sie zur Premierenfolge von Sheldon Cooper präsentiert Spaß mit Flaggen. In den nächsten 52 Wochen werden Sie und ich zu Erforschern der dynamischen Welt der Vexillologie. Nicht so schnell, Dr. C. Was ist Vexillologie? Vexillologie ist die Flaggen- und Fahnenkunde. Cool. Ich denke, ich habe etwas gelernt. Hatten Sie Spaß dabei? Ja, und wie? Spaß und Information sind die zwei Seiten dieses Videopodcasts. Ganz ähnlich wie die zweiseitige Flagge des Bundesstaates Oregon. Oh, sieh an. Hallo, Mr. Bieber. In späteren Episoden finden wir Antworten auf brennende Fragen. Welche ist die einzige nicht rechteckige Flagge? Welches Tier befindet sich am häufigsten auf Flaggen? Welches Tier befindet sich am zweithäufigsten auf Flaggen? Und vieles mehr. Süß! Wieso schwenken Sie eine weiße Fahne? Ich kapituliere vor dem Spaß. So. Die heutige Ausgabe von Spaß mit Flaggen ist nicht spaßig. Aber sie ist sehr wichtig. Flaggen. Ihr müsst wissen, wie ihr sie haltet. Ihr müsst wissen, wie ihr sie faltet. Fangen wir an mit der Beschreibung der Bestandteile der Flagge. Diese Kante ist die Stockseite. Und wenn wir die Flagge in... Entschuldigt. Cut! Hast du nicht gesehen, dass wir hier drehen? Entschuldige, ich gehe mit Penny essen und muss hier raus. Und ich habe mir Flaggenwissen angeeignet, das hier raus muss. Ist alles klar? Nein, ich bin fassungslos. Aber wie die Flagge auf dem Kapitol bin ich noch da. Und Take 2. Hallo. Ich bin Dr. Sheldon Cooper. Ich begrüße Sie zur Premierenfolge von Sheldon Cooper präsentiert Spaß mit Flaggen. In den nächsten 52 Wochen werden Sie und ich zu Erforschern der dynamischen Welt der Vexillologie. Nicht so schnell, Dr. Cooper. Was ist Vexillologie? Vexillologie ist... Wieso ist ein Gesicht auf der Fahne? Das ist Ferdinand Tiefleck. Ich dachte, er hilft uns auch jüngere Zuschauer zu erreichen. Verflixt, du hast recht, brillant. Nochmal von vorn. Das war ein richtig schönes Essen. War nett, dass du mich eingeladen hast. Ich auch. Du hast mir gefehlt. Du siehst mich doch jeden Tag. Meinst du nicht, dass dir bloß der Sex fehlt? Naja. Sex mit dir ist schon echt genial. Hast du es mal ausprobiert? Hab ich. Und du hast nicht Unrecht. Ich finde nur, wenn wir es nochmal miteinander versuchen wollen, sollten wir es langsam angehen. Boah, ich kann es langsam angehen. Da habe ich dir von meiner ersten Freundin auf der Highschool erzählt, Karen Berberick. Bis heute weiß sie nicht, dass wir zusammen waren. Deswegen war es auch leichter für sie, als sie Schluss gemacht hat. Okay, so langsam vielleicht auch nicht. Was hältst du von Folgendem? Bist du vertraut mit dem typischen Prozess der Softwareentwicklung? Nur so zum Spaß sage ich mal nein.
Also, bevor eine Anwendung veröffentlicht wird, gibt es einen Testlauf. Das könnten wir auch machen. Und wenn wir auf einen wunden Punkt treffen, werden wir nicht wütend, sondern sagen, hey, wir haben einen Fehler gefunden. Er wird dann gemeldet und repariert. Du meinst einen Beta-Test? Eigentlich wäre das ein Alpha-Test. Für einen Beta-Test braucht man Leute, die an der Entwicklung nicht beteiligt sind und... Kein Lob dafür, dass ich den Beta-Test kenne? Doch, natürlich, unbedingt. Das war mal wieder meine Pedanterie. Und das war unser erster Fehler. Du hast ihn gemeldet, ich kann ihn reparieren. Siehst du, das ist gut. Na schön, versuchen wir's. Toll. Du führst eine Liste, ich führe ein und dann gleichen wir sie ab. Okay. Gute Nacht, Leonard. Nacht. Gut gemacht, Hofstetter. Nichts macht die Frauen mehr an als Analogien aus der Softwareentwicklung. Hey, ich bin wieder da. Cut! Take 47. Hier ist noch etwas sehr Interessantes über Flaggen. Ich kann es kaum erwarten. Die Flaggen von Liechtenstein und Haiti sind zufälligerweise identisch gewesen. Das wurde erst entdeckt, als sie 1936 sportlich bei den Olympischen Spielen gegeneinander antraten. Diese Peinlichkeit wurde vom Aufstieg des Faschismus überschattet. Zeig mal dein neues Handy. Habe ich auf dem Weg hierher gekauft. Hey, willst du die Folie mit mir abziehen? Wäre mir eine Ehre. Das ist das Beste daran. Nimm mal eine Ecke. Oh, wo ist die Eile, Cowboy? Genieße den Moment. Oh ja. Apropos Cowboy, wisst ihr, welches Land nicht nur eine, sondern gleich zwei Kühe in seiner Flagge hat? Der verschwindend kleine Binnenstaat Andorra. Die nächste klassische Folge von Sheldon Cooper präsentiert Spaß mit Flaggen, schreibt sich von selbst. Oh, lass mal sehen, wie die Spracherkennung funktioniert. Hey, du durftest die Folie abholen, werd nicht gierig. Hallo? Hallo. Wie ist dein Name? Mein Name ist Siri. Jetzt hast du endlich eine Frau in deinem Leben, mit der du reden kannst. Bist du Single? Ich habe keinen Familienstand, wenn das Ihre Frage war. Ja, du hast recht. Das ist so persönlich. Wir kennen uns ja noch nicht. Wie wär's mit einem Kaffee? Ich habe 6 Cafés gefunden. 3 davon in Ihrer unmittelbaren Nähe. Ich sehe die Herren dann später. Sie bricht ihm sicher das Herz. Fantastisch, was? Schon bald müssen der künftigen Generation erklären, wie schwierig das mal mit Dates war. Ich frag mich nur, welche Dinge womöglich auf dieser Liste stehen. Ihr Haar ist zu golden? Ihr Lachen zu melodisch? Die Welt wird bloß durch ihre Anwesenheit leider zu einem besseren Ort. Wie wär's mit redet dauernd mit Essen im Mund? Ihr Herz ist voller Liebe. Es ist egal, was sie im Mund hat. Und? Siri? Was geht ab? Wie geht es dir? Mir geht es gut. Was machst du gerade? Was ich mache? Ich spreche mit Ihnen. Deine Stimme ist sehr schön. Danke. Es ist schön, wenn man geschätzt wird. Das glaube ich gern. Warum stehen Frauen nicht auf mich? Lassen Sie mich das überprüfen. Wie wäre es mit einer Websuche? Warum stehen Frauen nicht auf mich? Ach, nicht nötig. Habe ich schon gemacht. Siri, hast du einen Nachnamen? Mein Name ist Siri. Ah, nur ein Name. Wie Cher, Madonna, Adele. Alles Frauen, die mich rocken. Mein Name ist Rajesh, aber nenn mich Raj. Möchten Sie, dass ich Sie Raj nenne? Ich möchte, dass du mich sexy nennst.
Von jetzt an nenne ich Sie sexy, okay? Okay. Siri, ich habe Lust auf italienisches Eis. Ich habe 10 Restaurants gefunden, in deren Bewertung italienisches Eis erwähnt wird. 7 davon befinden sich in Ihrer Nähe. Danke, Liebling. Das ist doch selbstverständlich, sexy. Alle Achtung, Dr. Kutrapali. Wann das? Du hast einen großen evolutionären Sprung gemacht, indem du auf die menschliche Interaktion verzichtest und du mit einer seelenlosen Maschine eine romantische Verbindung eingehst. Hut ab. Ich habe keine Bindung dazu. Oh, natürlich nicht. Ich verstehe. Du hast Angst, die Welt ist noch nicht reif für deine Tabu-Liebe. Dein Geheimnis ist sicher bei mir. Es ist nur ein Handy. Cooper? Kripke? Aufgepasst! Professor Rothman hat schon wieder im Teilchenlabor uriniert, also ziehen wir seine Ruhestandsparty vor. Freitag 5 Uhr, bring Knabberzeug mit. Danke, Barry. Siri, erinnere mich am Freitag daran, Nussplätzchen zu machen. In Ordnung, ich erinnere Sie daran. Du hast Siri, hä? Die Spracherkennung auf dem Ding ist furchtbar. Hier. Siri, empfiehlst du mir ein Restaurant? Es tut mir leid, Barry. Ich verstehe, empfiehlst Restaurant nicht. Nein, hör mal hin, nicht Restaurant, Restaurant. Ich verstehe nicht die Bedeutung von nicht Restaurant, Restaurant. Siehst du, totaler Mist, du bist scheiße, Siri. Hey, rede nicht so mit ihr, sie ist eine Lady. Weißt du, diese Lady hat letzte Nacht hochauflösende Fotos von meinem Gemächt fürs Internet gemacht. Wir sehen uns. Es ist offen. Hey, können wir los? Ja, ich lese nur noch schnell dieses Kapitel. Kannst du das nicht später lesen? Nein, kann ich nicht. Bücher lesen ist ab heute wichtig für mein Leben, denn du weißt ja, wir hätten mehr unterhaltsame Themen, wenn ich mehr lesen würde. Gut, toll, ja. Was liest du denn? In 2 Wochen harte Bauchmuskeln. Im Titel verraten die ja schon, wie das Buch ausgeht. Schon gut. Also bitte denk daran, wie das Ganze funktioniert. Wir regen uns über diese Dinge nicht auf. Ja, zum Beispiel habe ich deinen Fehlerbericht in meine Dateplanung mit einbezogen. Ja, ich habe was Tolles mit dir vor. Eine Überraschung. Na schön. Wunderbar, dann suche ich mir schnell ein paar Schuhe, das nicht zu hoch ist. Wir wollen ja nicht, dass du dich so fühlst, als würdest du spazieren gehen mit deiner Mami. Danke sehr. Oh, das ist meine Liste für dich. Gleich hier. Na schön, von mir aus. Ich kann noch leiser sein, wenn wir uns küssen. Ich dachte, es sei ein Ausdruck von Leidenschaft, aber wenn das verstanden wird als schlabbrig und bizarr, dann lassen wir das. Entschuldige, beschreibst du mal etwas genauer, wieso meine Augenbrauen blöd sind? Nein, vergiss es, hier steht's ja. Gutes Timing, das Essen ist fast fertig. Prima. Oh, es riecht aber lecker hier. Was gibt's denn zu essen? Ah, eine exotische Leckerei. Ich hatte eine Unterhaltung mit Siri über Pekingente. Und sie kennt 4 chinesische Lebensmittelhändler gleich in meiner Nähe. Ihre Spontanität ist ansteckend. Wer ist Siri? Hat er eine Frau gefunden? Ja, sein Handy. Ja, verstehe. Ist das süß oder beängstigend? Aha. Wie wäre es mit Wein? Er schmeckt euch hoffentlich. Traditionell nimmt man zur Pekingente einen Sauvignon Blanc, aber Siri schlug einen halbtrockenen Riesling vor. Ich war mir zwar nicht sicher, aber ich wollte keinen Streit mit dir mitten im Supermarkt. So, was
wollen wir Siri zum Abendessen anziehen? Leopard? Was Glitzerndes? Oder wie es Coco Chanel sagen würde? Man kann nichts falsch machen mit dem kleinen Schwarzen. Siri, spiel ein bisschen Smooth Jazz. Ich spiele Smooth Jazz. Gott, Kenny G! Die Frau liest in mir wie in einem Buch. Unglaublich, ich habe meine Seelenverwandte in einem Regal gefunden. Ich fühle mich auf einmal ganz unwohl hier. Das ist ja super klasse. Wie kommst du auf diese tolle Idee? Ich habe deinen Dad angerufen und ihn gefragt, was du als Kind gern gemacht hast. Das hier war einfacher, als eine Kuh zu finden, die du umschubsen kannst. Okay, du bist eigentlich ganz toll. Du meinst für jemanden, dessen Nackenmassagen sich anfühlen, als wolle ein Adler dich in sein Nest schleppen? Okay, Fehlerbericht. Ich habe dir ein Kompliment gemacht. Freu dich und halt die Klappe. Okay, entschuldige. Verdammt, entschuldige dich nicht immer. Stimmt, entschuldige. Also dann schießen wir ein bisschen. Soll ich zeigen, wie es geht? Ich spiele oft Grand Theft Auto. Ich weiß, wie man mit einer Knarre schießt. Wow, echt süß, wenn du wie ein Gangster redest. Jetzt habe ich eine Schussverletzung. Knallharter Typ. Nein, du hast einen Schuh mit einer Schussverletzung und einen Kratzer an deinem kleinen Zeh. Hallo, Sie haben mir ein Heftpflaster im Krankenhaus drauf gemacht. Das dürfen Sie nur, wenn es medizinisch notwendig ist. So will es das Gesetz. Also, ich danke dir für diesen echt coolen Abend. Ich danke dir dafür, dass du meine Star Wars Socken in der Notaufnahme versteckt hast. Wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, den Beta-Test auszuwerten, um mal zu sehen, wo wir stehen? Es sieht alles ganz gut aus. Und, gehen wir es weiter langsam an? Ich meine, die Schusswunde heute und letzte Woche habe ich mir den Daumen eingeklemmt. Wer weiß, wie viel Zeit mir noch bleibt. Gute Nacht, du. Grüß Gott hier auf YouTube. Ich bin ein waschechter Bayer. Und ich bin ein Brezen. Und das ist Sheldon Cooper präsentiert Gaudi. Mit? Fana. Erste Tür links. Danke. Dave, ich habe 6 Staubsauger-Reparaturwerkstätten gefunden. 4 davon in Ihrer unmittelbaren Nähe. Hallo, Sexy. Kann ich Ihnen behilflich sein? Wenn Sie mit mir schlafen möchten, sagen Sie es mir nur. Es tut mir leid, ich verstehe nicht. Nein! Thank you.
soll denn das? Notfallverhaltensübung, Sir. Oh nein, hör bloß doch, auf. Und du weißt, wie es läuft. Einmal im Quartal trainieren wir unsere Bereitschaft. Also, raus aus den Federn, du Schlafmütze. Die halbe Stadt ist vermutlich tot. Ich muss endlich ein Schloss für meine Tür besorgen. Ah, die heutige Übung gefällt dir ganz sicher. Ich habe für Spaß gesorgt. Auf jeder dieser Karten steht ein detailliertes Szenario von einem apokalyptischen Ereignis, angefangen von Waldbränden bis zum überraschenden Einmarsch der Kanadier. Bitte wähle eine Katastrophe aus, egal welche. Sheldon, die Kanadier marschieren ganz sicher nicht in Kalifornien ein. Ach ja, meinst du, diese Hippies in Washington und Oregon könnten sie aufhalten? Na schön. Alles klar. Ein Erdbeben der Stärke 8,2 verwüstet Pasadena. Große Gebäude stürzen in Sekundenschnelle ein. Die ganze Stadt steht in Flammen. In den Straßen fließt das Blut. Das Geschrei der Verwundeten ist entsetzlich. Auch ausgezeichnete Wahl. Hier, nimm deinen Helm und die Sicherheitsweste. Schöner Spaß. Jetzt darf ich wieder eine Nacht im Wohnzimmer verbringen, verkleidet wie einer von den Village People. Du machst diesen Witz alle 3 Monate, aber ich verstehe ihn nicht. Leonard, warte! Was machst du denn? Ich weiß nicht, was mache ich denn? Sieh dich doch um! Hier liegen überall hypothetische Glasscherben herum. Wirklich? Du gehst Armageddon ohne deine orthopädischen Einlagen entgegen? Deine Entscheidung. Oh, hypothetisches Nachbeben! Deswegen tragen wir die Helme. Seht nur, Pressemitteilung. Von der NASA. Expedition 31 startet dieses Frühjahr zur internationalen Raumstation. Die Besatzungsmitglieder sind Kommandant Tom Tombo Johnson, Astronaut Mike Supernova Novacelic und Nutzlast-Spezialist Howard Wolowitz. Das setze ich gleich in den Newsletter meiner Synagoge. Alter, wenn du Astronaut sein willst, such dir mal einen coolen Spitznamen aus. Ah, den kann ich mir nicht aussuchen, den kriege ich von den anderen Jungs verpasst. Ah, wenn ich einen hätte, wäre das Brown Dynamite. Hast du nicht zugehört, Mann? Die anderen Astronauten verpassen dir deinen Spitznamen. Hast du nicht hingesehen, Mann? Ich bin braunes Dynamit. Wieso nimmst du so viel Zucker für deinen Kaffee? Weil die Cafeteria keine Tütchen mit Methamphetamin hat. Notfallübung letzte Nacht, hä? Aha. Wie warst du? Ich kann dir genau sagen, wie er war. Bereitschaft unbefriedigend, Befolgen der Anweisungen mangelhaft, Verhalten etwas aufsässig. Gesamtresultat. Er stirbt nicht nur mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Inferno, sein ständiges Gejammer vermiest mit Sicherheit allen anderen darüber hinaus den Tag. Leute, ich bin zu müde, ich kann nicht klar denken, ich fahre nach Hause. Kann einer von euch nachher den Spinner im Auto mitnehmen? Du kannst nicht nach Hause fahren, du musst mich um 4 Uhr zum Zahnarzt bringen. Oh, kannst du nicht mit dem Bus zum Zahnarzt fahren? Natürlich könnte ich hinfahren, aber nicht nach Hause, dann stehe ich unter der Nachwirkung der Narkose, das ist das Problem. Ja, vor 2 Jahren nach einer Zahntaschenreinigung dachte ich, ich steige in den Bus, war aber tatsächlich auf einer Saufkreuzfahrt nach Mexiko. Die betäuben dich für eine Reinigung? Weil sie das müssen, ich bin ein Beißer. Was soll's? Sheldon, ich bin erledigt, ich fahre dich nicht zum Zahnarzt. Irrtum, Sir, Irrtum. Laut Abschnitt 37b der Mitbewohnervereinbarung, allgemeine Aufgaben, hast du dich verpflichtet, mich zum Zahnarzt zu fahren. Siehst du, hier steht es. Gleich nach dem Punkt riechen an bedenklichen Milchprodukten zu ihrer Überprüfung. Ich habe die Nase voll von der Mitbewohnervereinbarung. Weil sie lächerlich ist. Ich bin ein Mitbewohner, nicht ein Chauffeur. Ich habe auch gestern was anderes vorgehabt, als dich nach Garden Grove zu dem guten Modellbahnladen zu kutschieren, weil der in Pasadena langsam ganz schön abgehoben geworden ist. Ja, aber es ist wahr. Das bestätigt dir jeder. Es interessiert doch keinen. Und mir reicht's. Nein, warte. Heißt das, du berufst dich auf Klausel 209? Ich weiß nicht, was das ist, aber wenn sie besagt, dass ich schlafen gehen darf, dann ja. Bitte denk sorgfältig nach. Klausel 209 beschränkt unsere Freundschaft und reduziert die Mitbewohnervereinbarung auf das Mindeste. Unsere Verpflichtungen beschränken sich dann nur noch auf die Mietzahlungen, die Nebenkosten und eine oberflächliche Begrüßung zum Zeichen des Erkennens, wenn wir uns begegnen. Was geht ab? Wo soll ich unterzeichnen? Gleich hier? Mit dem Finger? So, erledigt. Gut, das war's. Von nun an sind wir keine Gefährten mehr, weder im Guten noch anderweitig. Wir sind nicht mehr als Bekannte. Um die Worte aus Toy Story abzuwandeln, du hast keinen Freund in mir. Ich
Ich gehe nach Hause und leg mich hin. Erzähl das jemandem, der es interessiert. Ich habe aufregende Nachrichten von der NASA. Nächste Woche fliege ich nach Houston zur Einweisung und für Ausscheidungsübungen in der Schwerelosigkeit. Und das bedeutet? Er lernt, wie man im Weltraum kackt. Öffne das Gondelschleusentor, Hal. Zu dir passt der Spitzname Brown Dynamite. Hallo, liebe Freunde. Und Dr. Hofstetter. Was geht ab? Was geht ab? Bitte entschuldige, ich wäre früher hier gewesen, aber der Bus hat andauernd angehalten, weil jemand einsteigen wollte. Ich hab dir etwas aufgehoben. Oh, deine Sorge für mich ist rührend. Sie wird dir gute Dienste leisten, wenn du mich morgen zum Zahnarzt fährst. Tut mir leid, Sheldon. Ich hab zu tun. Ich bin mitten in meiner Suchtstudie. Ich hab ein Labor voller alkoholkranker Affen und morgen stellen wir sie auf O-Saft um. Du bist meine Freundin und willst dich nicht um all meine Bedürfnisse kümmern? Oh, wo ist der Zauber hin? Sheldon, dafür ist eine Freundin nicht da. Obwohl, du benutzt sie auch nicht dafür, wofür sie da ist. Also was rede ich? Also, ich gehe weder für Howard einkaufen, noch fahre ich ihn zu Ärzten oder hole seine Sachen aus der Reinigung, was? Selbstverständlich nicht. Aber wenn Mams Hüfte nicht mehr will, bist du dran. Naja, wenn Amy zu beschäftigt ist, erhält der Rest von euch die Möglichkeit, mir das Leben zu erleichtern. Damit sichert ihr euch eine Fußnote in meinen Memoiren, die den vorläufigen Titel trägt. Gern geschehen, Menschheit. Also gut. Und jetzt meldet euch einfach, wenn ihr die Aufgabe hört, die ihr übernehmen wollt. Zahnarzt. Okay, ich komme ganz später darauf zurück. Wer fährt mich am Mittwochmorgen zur Schuhreparatur? Denn ich brauche neue Absätze. Niemand? Oh, das würde sicher ein großer Spaß werden. Also gut, Dermatologe. Allergologe? Pediküre? Zum Friseur? Okay, etwas Lustiges. Ich suche einen neuen Bilderrahmen und ich habe ein Verlangen nach schwedischen Fleischbällchen. Wer verbringt den Tag mit mir bei IKEA? Die Fleischbällchen sind lecker. Was war das? Nichts. Hallo, Stuart. Oh, hey, Sheldon. Suchst du heute vielleicht was Besonderes? Nein, ich habe nur zu Hause gesessen und mir gedacht, es wäre doch nett, wieder mal meinen neuntliebsten Freund zu besuchen. Neunt? Du bist einen Platz vorgerückt. Mein Brieffreund in Somalia wurde ein Opfer der Piraten. Und, wie geht's dir? Nicht so gut. Mein Psychodoc hat sich gerade umgebracht. In seinem Abschiedsbrief gibt er mir die Schuld. Gut. Und, was Neues in der Familie? Wie geht's deiner Mutter? Lebt sie noch? Ja. Dein Vater? Lebt auch noch? Ja. Und leben deine Großeltern auch noch? Nein. Oh, mein herzliches Beileid. Aber mal was Erfreuliches. Ich habe heute Nachmittag noch einen Termin für eine Zahnreinigung. Was hältst du davon, wenn du mich dorthin fährst, Sportsfreund? Bitte was? Du meinst, ich soll dich zum Zahnarzt fahren? Ja. Und ich kann zwar noch nichts versprechen, aber durch solche Sachen kommt man in die engere Auswahl für den begehrten Platz Nummer 8 unter den Freunden. Sheldon, ich muss arbeiten. Ich kann dich nicht zum Zahnarzt fahren. Außerdem, und ich kann es gar nicht genug betonen, ich will dich auch gar nicht zum Zahnarzt fahren. Du willst deinem Freund in Not also nicht helfen, hä? Jetzt verstehe ich die Gründe von deinem Therapeuten. Oh, ich hab's. Wir geben dir den Astronautenspitznamen Howard Buzz Wolowitz. Nein, es geht nicht mit Buzz. Buzz ist schon ein anderer. Buzz Lightyear ist nicht real. Nein, das habe ich jetzt nicht gemeint. Dann meinst du die Szene, in der er sich für real gehalten hat? Nein. Okay. Oh, wie wär's mit Crash? Howard Crash Wolowitz. Ja, hervorragend. Die anderen Astronauten fliegen sicher gern durchs Weltall mit einem Typen namens Crash. Na gut. Wie wär's... Oh, wie wäre Rocketman?
Gar nicht mal schlecht. Howard Rocketman Wolowitz. Ja, gut, aber ich hab euch gesagt, man gibt sich nicht selbst einen Spitznamen. Den kriegt man von den anderen Astronauten. Aber vielleicht kann man sie auf diese Idee stoßen. Und wie? Ich bin mal eine Zeit lang mit einem Duncan-Jojo rumgelaufen, in der Hoffnung, die anderen Kinder würden mich Duncan nennen. Hat's funktioniert? Nein, letztendlich nannten sie mich Sockenmaul. Sie haben mir das Jojo weggenommen und mir meine Socken in den Mund gestopft. Oh, okay. Oh, oh, nimm doch einfach Rocketman als deinen Klingelton. Nächstes Mal, wenn du mit denen redest, rufe ich dich an, sie hören es und der Keim ist gesät. Das ist gar kein so schlechter Plan. Man nennt mich nicht umsonst Brown Dynamite. Was geht ab? Was geht ab? Hast du es zum Zahnarzt geschafft? War nicht nötig, nein. Ich habe einen Service gefunden, der mit einer mobilen Praxis bis vor die Haustür kommt. Hauptsächlich versorgen sie Hunde, aber... Der Herr am Telefon war ganz aufgeschlossen. Na schön. Sheldon, wenn ich dich zum Zahnarzt fahren soll, dann fahre ich dich zum Zahnarzt. Soll das heißen, dass du wieder bei Sinnen bist und den beiderseitigen Nutzen wieder einführen willst, der sich aus der Einhaltung der Mitbewohnervereinbarung ergibt? Auf der Stelle. Wenn du zugibst, dass du mit 30 Jahren immer noch nicht auf eigenen Füßen stehst. Oh, Sockenmaul treibt ihn in die Enge. Ich gebe nichts dergleichen zu. Und jetzt entschuldige mich bitte, ich muss meinen Zahnarzt anrufen und mich erkundigen, ob er auch Haare schamponiert und Nägel schneidet. Oh, gut, ihr habt auch keinen Strom. Wieso ist das gut? Ach, weil ich letzten Monat dem Stromanbieter einen Starbucks-Gutschein, eine Entschuldigung und ein paar Schnappschüsse von mir im BH geschickt habe. Stromausfall. Ich beginne mit der Ausführung des Stromausfallprotokolls. Was ist aus deinen im Dunkeln leuchtenden Notausgangspfeilen geworden, die du auf den Boden gemalt hast? Oh, das Zeug war stark krebserregend. Wie auch immer. Dein Pech, dass du nicht mehr berechtigt bist, alle Vorteile meiner Freundschaft zu nutzen, denn zufälligerweise bin ich für einen solchen Notfall bestens gerüstet. Versuche nicht im Schein dieses Lichtes etwas zu sehen. Es ist nicht für dich. Es ist nur ein Stromausfall. Ich bin mir sicher, der Strom ist gleich wieder da. Und ich bin mir sicher, irgendein Idiot auf der Titanic hat gesagt, das Wasser läuft gleich wieder ab. Und hat sich dann wieder an die Bar gesetzt. Also, ich habe ein paar Kerzen drüben bei mir. Was? Kerzen bei einem Stromausfall? Bist du verrückt? Das ist eine Brandgefahr. Nein, Pasadenas Amt für Wasser- und Stromversorgung empfiehlt den sicheren Leuchtstab. Das ist doch kein Leuchtstab. Das ist ein Leuchtstab. Ich komme zu dir. Bevor du gehst, bedenke Folgendes. Ich habe nicht nur eine Nanotech-Gel-Bootsbatterie, die mühelos unser Heimkinosystem betreiben kann, sondern außerdem alle 61 Folgen der BBC-Science-Fiction-Serie Red Dwarf. Und... Knabberzeug. Das kannst du alles nutzen, wenn du die Mitbewohnervereinbarung wieder akzeptierst. Ich habe Wein bei mir und Luftpolsterfolie zum Zerplatzen lassen. Er kommt wieder. Wein und ein Mädchen im Dunkeln. Er wird sich zu Tode langweilen. Auf Wein und Luftpolsterfolie. Und darauf, dass ich mir nicht Sheldons Umkehr-Osmosemaschine vorführen lassen muss, die der Umwandlung von Urin in Trinkwasser dient. Bei den Pfadfinderinnen hat Tammy Denisha gesagt, das ginge auch mit einer Strumpfhose. Mann, hat die sich geirrt. Was soll's? Wollen wir knutschen? Ich dachte, solange wir in der Beta-Testphase sind, willst du es langsam angehen lassen. Okay. Willst du langsam knutschen? So langsam machen, dass du denkst, du hättest eine Schnecke im Mund. Dein Glück, dass man gerade nichts anderes tun kann. Entschuldige bitte, Leonard. Seit wann klopfst du nicht mehr an? Das ist das einzig Gute an dir. Die gesellschaftlichen Regeln sind außer Kraft gesetzt. Wir befinden uns im Ausnahmezustand. Die Welt versinkt im Wirrwarr der Dunkelheit. Gesetzlosigkeit und Brutalität sind an der Tagesordnung. Na gut, was ist denn? Ich röste Marshmallows. Ich wollte nur Bescheid sagen, falls du karamellisierten Zucker riechst und denkst, eine nahegelegene Süßwarenfabrik würde brennen. Marshmallows, schön für dich. Ja, oder es wäre schön für uns, wenn du hier unterzeichnest zum Wiederinkraftsetzen der Mitbewohnervereinbarung. Nein, danke, ich komme so klar. Wirklich? Ha, okay.
In dem Fall esse ich die Marshmallows ganz allein. Und ich rede von der ganzen Portion. Du für mich allein. Nein, kein Oh. Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Aber er ist traurig. Nein, er ist verrückt. Manchmal erscheint Verrücktheit als Traurigkeit und schon fängt er dich wieder ein. Ich denke, ihm fehlt sein kleiner Kumpel. Na schön. Aber denk an meine Worte. Dieses frustrierende, unechte Teenager-Rumgemache ist noch nicht vorbei. Hast du nicht gesagt, Kerzen wären gefährlich? Das ist ein Bunsenbrenner. Ich bin Wissenschaftler. Ich weiß, was ich tue. Oh, fliegst! Oh, für das Glas Wasser habe ich 4 Liter Urin gebraucht. Hör mal, Schaden, es ist doch albern. Wieso können wir nicht einfach Freunde sein? Ich bin noch bereit, dich rumzufahren und dir bei deinen Sachen zu helfen, aber nicht aufgrund einer dämlichen Mitbewohnervereinbarung. Was schlägst du vor? Na, wir machen so weiter, wie es immer war. Aber wenn ich etwas für dich tue, zeigst du mal ein bisschen Dankbarkeit. Wie soll denn das gehen? Du sagst Danke sehr. Etwa jedes Mal? Das ist nichts Verrücktes. Gegenvorschlag. Wir setzen die vollständige Vereinbarung wieder in Kraft mit folgendem Zusatz. Nach Vorbild des Muttertags oder des Vatertags legen wir einen Tag im Jahr fest, an dem wir alle deine Beiträge zu meinem Leben feiern. Sowohl die tatsächlichen, als auch die nur von dir eingebildeten. Wir nennen ihn den Lennart-Tag. Oh, das könnte mir gefallen. Natürlich, es geht ja auch um dich, wie sonst auch immer. Oh, Gott sei Dank. Ich könnte jetzt noch kein weiteres Glas Wasser erzeugen. Sag, bringst du mir auch Frühstück ans Bett am Lennart-Tag? Nein. Darf ich auf deinem Platz sitzen? Nein. Darf ich den Thermostat regulieren? Nein. Krieg ich eine Karte? Natürlich kriegst du eine Karte. Es ist doch Lennart-Tag. Hey, Leute, der Hausmeister sagt, der Strom ist ausgefallen, weil jemand in den Keller gegangen ist und die Hauptsicherung rausgedreht hat. Tatsächlich. Wer könnte das gewesen sein, Sheldon? Oh, ich weiß es nicht. Aber wer auch immer dieser mysteriöse Mann war, du solltest ihm ewig dankbar sein. Denn ohne ihn gäbe es keinen Lennart-Tag. Lennart-Tag? Mach nichts Besonderes, kauf ihm eine Karte und gut. Also dann teste meinen Klingelton. Howard, kommst du jetzt runter zum Frühstück? Ma, ich hab dir gesagt, ich habe eine Videokonferenz mit der NASA, also stör mich nicht! Oh, hört sich einer den großen Astronauten an! Ja, bitte hör jetzt doch wenigstens einmal auf den großen Astronauten! Hey, guten Morgen. Hey, Howard, danke, dass Sie so früh aufgestanden sind. Kein Problem, Dr. Massimino. Die Jungs hier nennen mich Masse. Masse? Ein cooler Spitzname, denn Kraft ist ja gleich Masse mal Beschleunigung. Ja, ist einfach nur kurz für Massimino. Na egal. Howard, dein Fruchtzwerg wird ganz warm! Nicht jetzt! Wer ist das? Meine Mom. Entschuldigung. Kein Problem, Fruchtzwerg. Gentlemen, ich glaube, ich habe eine unterhaltsame Weise gefunden, junge Menschen für die Wissenschaft zu interessieren. Physik-Sprachspiel. Nenn mir eine Zahl, bitte. 5? Aha. Und eine irrationale Konstante? E. Und einen witzigen griechischen Buchstaben? Gamma. Ich sagte witzig. Y? Der ist gut.
Und eine elektrische Ladung. Positiv. Perfekt. Okay, haltet euch fest. Professor Jones erzählt im Symposium, er hätte eine neue Methode zur Berechnung der Masse eines Myons. 5-mal der Limes von E zu Y. Okay, nein. Ich fange nochmal an. Professor Ich habe ihn nicht mehr so lachen sehen, seit Lennart den Multiplikationsfehler gemacht hat. Oh Gott, den Multiplikationsfehler. Er dachte, er hätte die 1 übertragen, hatte er aber nicht. Das ist nicht witzig, der Fehler wurde publiziert. Hör auf, ich mache mir gleich in die Hose. Ey, Jungs, Präsident Siebert steuert auf uns zu. Was mag er wohl wollen? Er wirkt angespannt, dann will er wohl mit Sheldon reden. Dr. Cooper. Sag ich ja. Oh, Präsident Siebert, ich nehme an, Sie wollen sich zu den Vorschlägen äußern, die ich in den dafür vorgesehenen Kasten vor Ihrem Büro gesteckt habe. Nein. Und hören Sie auf, überall diese Kästchen anzubringen. Sie wollen keine schriftlichen Vorschläge. Sie ignorieren sie, wenn ich sie Ihnen beim Urinieren auf der Toilette unterbreite. Würde ich Sie nicht besser kennen, könnte ich denken, Sie gehören zu den verbohrten Menschen, die sich Vorschlägen gegenüber verschließen. Dr. Cooper, der Leiter Ihres Fachbereichs hat mir gesagt, Sie weigern sich, Ihren Urlaub zu nehmen. Weil ich keinen Urlaub brauche. Sie sind aber dazu verpflichtet. Und ich kann Ihnen sagen, dass der am häufigsten eingehende Vorschlag in dem Kasten, den Sie ohne meine Erlaubnis angebracht haben, lautet, schicken Sie Dr. Cooper in Urlaub. Meine Herren, wir sehen uns dann am Montag. Bis auf Sie. Aber wenn ich nicht zur Arbeit kommen darf, was mache ich dann stattdessen? Lesen, erholen, verreisen. In Afghanistan soll zu dieser Zeit sehr schön sein. Sarkasmus? Nein, fahr ruhig hin. Was in aller Welt machst du hier? Ich blute aus den Ohren. Was soll das Versteckspiel dahin? Ich gehe heimlich arbeiten. Also, wenn der Wachmann der Universität fragt, was unter der Decke ist, sagst du ihm, es sei eine Hummerfalle. Was, eine Hummerfalle? Ja, so haben Velma und Scooby-Doo Shaggy in den alten Leuchtturm geschmuggelt. Und wie stellst du dir das in der Uni vor? Man erkennt dich doch dort sofort. Meinst du, Lennart? Na schön. Dann kriech wieder unter die Decke, ich fahr dich hin. Und bloß nicht mehr singen. Geht klar. Ich hab GPS auf dem Handy, ich weiß, dass du wendest. Ich bin froh, dass du Howard ausreden konntest, die Hochzeitseinladung auf Klingonisch zu verfassen. Dreh die Karte mal um. Hoffentlich halten meine Verwandten das für Hebräisch. Jetzt ist es bald soweit. Ich werde Trauzeugin sein. Ich habe ein wunderschönes Kleid an, schreite auf den Altar zu und endlich begehe ich meinen besonderen Tag. Du meinst meinen besonderen Tag? Für dieses Ego brauchen wir einen übergroßen Schleier. Naja, falls ich überhaupt heirate. Wer sagt denn sowas? Ach, mein Dad. Weil ich sehr viel mehr verdiene als Howie, verlangt er von mir, ich soll einen Ehevertrag machen. Autsch. Ja, Howie wird durchdrehen. Elterlicher Druck ist nervtötend. Wie damals der Streit mit meiner Mutter übers Beine rasieren. Letztes Jahr habe ich nachgegeben und sie es machen lassen. Jetzt stehe ich vor der Frage, wie sage ich es ihm? Ich bin davon überzeugt, dass man einem Mann eine schlechte Nachricht im Bett beibringt. So habe ich mal einem Ex-Freund gesagt, dass ich was mit seinem Bruder habe. Und seinem Bruder umgekehrt ebenso. Ich weiß ja nicht. Ich will ihn nicht mit Sex manipulieren. Aber Süße, dafür ist Sex doch da. Naja, die Verbindung von Heirat und Geld ist nichts Neues. Denk nur an das Brautgeld. In früherer Zeit hat der Bräutigam Vieh an den Brautvater gezahlt. Du zum Beispiel bist bezaubernd, intelligent und verdienst gut. Vorsichtig geschätzt würde ich sagen, du bringst 2 Ochsen und eine Gans ein. Bei dir wäre es ein Einhorn. Sheldon, es gibt zahllose Möglichkeiten, einen tollen Urlaub zu machen. Was hältst du von Hawaii? Hawaii ist eine ehemalige Lepra-Kolonie, angesiedelt auf einem aktiven Vulkan, wo das enttäuschende Ende von Lost gedreht worden ist. Mahalo, nein, danke, Hawaii. Wie wär's mit Florida? Da die Cape Canaveral, Disney World und meine Tante Ida hat dort die größte Diabetiker-Süßigkeiten-Sammlung der Welt. Und wenn du gut schwitzt, kannst du auf ihren Plastiksesseln wie auf einer Wasserrutschbahn fahren.
Meine Familie war mit mir in Florida, als ich noch ein Kind war. Am Strand wurde mir von einer Möwe mein Hotdog gestohlen. Message angekommen. Wenn ich eine Woche frei habe, fahre ich wieder in dieses Wahnsinns-Spa nach Desert Hot Springs. Ich sage dir, eine Stunde auf dem Massagetisch mit Trevor und du glaubst, du wurdest ohne Knochen geboren. Ich halte nichts davon, wenn ein Kerl mich massieren würde. Ach nein? Und was habe ich beim Fernsehen mit deinem Nacken gemacht? Also wirklich, ich lebe hier in einer Diktatur. Ja, du musst sofort Urlaub machen. Du musst dir Spaß gönnen. Du musst dein Leben genießen. Kann es sein, dass du keine Ahnung hast, was Diktatur bedeutet? Sheldon, jeder macht mal Ferien. Einmal versuchten sie, Richard Feynman in Urlaub zu schicken, aber er wollte lieber seinen Geist erweitern und etwas Neues dazulernen. Er arbeitete dann im Biolabor eines Freundes. Richard Feynman war ein berühmter amerikanischer Physiker, beteiligt am Bau der Atombombe. In der Welt der Wissenschaft weiß jeder, wer Richard Feynman gewesen ist. Ja, und jetzt auch du. Ich habe eine fabelhafte Idee. Amy ist doch Biologin. Ich arbeite in ihrem Labor. Ist das nicht eigentlich Feynmans Idee? Vor 10 Sekunden kanntest du ihn noch nicht und schon bist du Experte? Hey. Hey, du. Ist das deine Wäsche? Da sind ja höchstens 6 Sachen drin. Ja, ich hatte kein Kleingeld, deswegen stecke ich das Zeug heimlich zwischen die Ladungen der anderen. Wenn ich dir was anvertraue, versprichst du mir, es nicht weiterzusagen? Das muss ich gar nicht. Du erzählst es mir sowieso. Was? Das ist doch gar nicht wahr. Bernadette will einen Ehevertrag. Wow, das ist hart. Wenn ich ein berühmter Filmstar werde und wir heiraten würden, unterschreibst du also keinen Ehevertrag? Aber natürlich würde ich das. Dann muss ich nämlich zu Hause die Kinder hüten, während du mich an irgendwelchen Filmsets mit Ryan Gosling betrügst. Dafür muss Leonard bezahlt werden. Heißt das, du denkst über unsere Heirat nach? Ich denke über viele Dinge nach. Übers Heiraten ebenso wie übers Schlussmachen. Hin und wieder denke ich drüber nach, dass ich neulich auf einem Parkplatz einen Luxusschlitten angefahren habe und einfach abgehauen bin. Aber nach einem Glas Wein gibt sich das wieder. Das heißt trotzdem, du denkst drüber nach. Aber eins sage ich dir. Falls ich je heirate, gibt's keine klingonischen Einladungen. Viel Glück dabei, einen Mann mit der Einstellung zu finden. Mann, oh Mann, dieser Urlaub fängt ja wirklich ganz wunderbar an. Der Duft von Formaldehyd, das Surren der Zentrifuge, das entfernte Piepsen der Labortiere, die zum Sezieren getötet werden. Ich spüre schon, wie sich meine Sorgen auflösen. Ich freue mich auch schon, mit meinem Freund zu arbeiten, das wird romantisch. Und schon ist die Stimmung hin. Ach, Sheldon, wir sind dann so wie Marie Curie und ihr Mann Pierre. Sie arbeiteten stets Seite an Seite und sonnten sich im Schein ihrer Liebe und des Radiums, das sie schließlich getötet hat. Vergiss die Schöne und das Biest, ihre Liebesgeschichte sollte erzählt werden. Okay, womit fangen wir an? Mit dem Verändern von Genen? Oder klonen wir ein Schaf? Vielleicht lassen wir ein menschliches Ohr auf dem Rücken einer Maus wachsen. Haha, ich bin eine Missgeburt. Ich befasse mich mit einer Hirnstammhistologie. Du kannst dich dir aber nützlich machen und greifst dir da hinten einen Schwamm und wäsch die Becher aus. Auswaschen? Oh, ich verstehe. Ein Initiationsritual für den Neuling. Was hast du vorbereitet? Schuhcreme auf dem Mikroskop oder Rinderwahnsinn auf meinem Käsesandwich? Nein, du sollst die Becher auswaschen. Hopp, 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 im Galopp. Was? Entschuldige mal, du hast Dr. Sheldon Cooper in deinem Labor und er soll Gläser abwaschen? Das ist so, als würdest du den Hulk bitten, dir ein Gurkenglas zu öffnen. Sheldon, du hast noch nie in einem solchen Labor gearbeitet und keine Erfahrung auf dem Gebiet der Biologie. Ich habe mehr als genug Erfahrung in der Biologie. Ich habe mir 1998 einen Tamagotchi gekauft und er lebt noch. Fangen wir an. Wo ist Howard? Kein Heirat, kein wie geht es Rat, gleich als erstes, wo ist die andere Weise? Tut mir leid. Also, weißt du, ich habe da was über ihn gehört, das bleibt aber unter uns, ja? Klatsche. Als ich herkam, dachte ich, ihr Amerikaner erzählt euch den Klatsch am Wasserspender. Also hing ich einen Monat darum, aber beim einzigen Klatsch, den ich hörte, ging es um einen Typen, der sich am Wasserspender rumtreibt. Bernadette will einen Ehevertrag. Oh, sowas Dummes, das wird ihn enttäuschen. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll, ihn vielleicht darauf vorbereiten?
Ich gebe dir denselben Rat, den ich in den Fernseher schreie, wenn der Bettler Rosen überreicht. Folge deinem Herzen. Ist das zu fassen? Seht euch die Größe von diesem Reiskuchen an, zum selben Preis. Hey, Howard, ich muss dir was sagen. Ich weiß, das ist nicht gesund, interessiert mich aber nicht. Nein, Folgendes. Ich habe gehört, dass Bernadette dich um einen Ehevertrag bitten will. Ein Ehevertrag? Wow. Was hältst du davon? Ich weiß es nicht. Folge deinem Herzen. Wisst ihr, das ist nichts Besonderes. Immerhin verdient sie mehr Geld als ich und will ihre finanziellen Interessen wahren. Also, das ist durchaus vernünftig. Gut, eine gesunde Einstellung. Ja, im Grunde sogar gut für uns beide. Ich habe auch Werte, die ich schützen will. Und welche? Naja, ich... Seltene Comicbücher. Ja, und der Roller ist fast abbezahlt. Und Ma und ich haben ein Premium-Doppelgrab gleich neben dem Typen, der Mr. Roper in Herzbube mit zwei Damen gespielt hat. Mr. Roper ist tot? Das musst du einem doch schon entsagen. Das war's. Das ist das einzige Labor, dessen Gläser von einem Mann gespült wurden, der zwei Doktortitel hat und eine einstweilige Verfügung von Carl Sagan. Immer noch Flecken. Nochmal spülen. Jetzt machst du dich lächerlich. Sie sind vollkommen rein. Sheldon, dieser Becher enthielt Rückenmarksflüssigkeit von einem Elefanten, der in Syphilis starb. Wenn er tatsächlich sauber genug ist, dann trink daraus. Biologen sind gemein. Na gut, vielleicht entspricht diese Aufgabe etwas mehr deinen Fähigkeiten. Zähle bitte die Bakteriensporen in diesen Petrischalen. Ja, mit dem Spülmittel war was nicht in Ordnung. Es hat zu stark geschäumt. Da bin ich mir sicher. Ich schreibe der Herstellerfirma einen scharf gehaltenen Beschwerdebrief. Ja, tu das ruhig. Fang an zu zählen. Weißt du, was dem Labor fehlt? Ein Kasten für Verbesserungsvorschläge. 366, 367. Wie geht's voran? Wie das Zählen vorangeht? Noch im Kindergarten habe ich die Zahl Pi bis auf 1000 Nachkommastellen für den Schuleignungstest aufgesagt. Ich denke, das schaffe ich. Gut. Oh, Mist. Eins. Das ist doch absurd. Ja, ich soll minderwertige Arbeiten erledigen, weil du Angst hast, dass ich dir bei den wichtigen Aufgaben überlegen bin. Wirklich? So siehst du das also? Ja, so sehe ich das. Und ich bin super intelligent, also stimmt es. Hey, ich arbeite auf dem Gebiet der Biologie seit über 12 Jahren. Du bist seit 3 Stunden hier und eine davon bist du auf dem Klo gewesen. Oh, entschuldige bitte. Es dauert nun mal ein Weilchen, bis sich auf einer fremden Toilette was bewegt. Sheldon, ich habe dir leichte Arbeiten gegeben und nicht eine davon hast du richtig gemacht. Aber vielleicht nur, weil ich nicht gefordert wurde. Ja, aus demselben Grund hat sich Einstein in Mathe gelangweilt. Vielleicht war Mathe zu schäumen für ihn. Und du hältst es für Wissenschaft, Gehirne in Scheiben zu schneiden? Das könnten die Aushilfen in jedem Schnellimbiss und die würden anbieten, es mir zu frittieren. Okay, Besserwisser. Ich möchte den Locus ceruleus entfernen. Eine komplizierte Angelegenheit. Versuch's nur. Na gut. Ich bin durchaus vertraut mit der grauen Materie. Locus ceruleus. Locus ceruleus. Es wird schon wärmer. Er ist tatsächlich im Gehirn. Ich hoffe, deine Hände sind ruhig. Er ist nur so dick wie ein Haar, aber... Das ist ja nur Biologie und sicher kein Problem für ein Genie wie dich. Ist es auch nicht. Und nur damit du es weißt, wir Physiker arbeiten mit Partikeln, die so klein sind, dass wir dicken Witze über den Locus ceruleus machen. Ja, dein Locus ceruleus ist so dick, dass wenn er aufsteht, die Sonne untergeht. Oh, sind wir nervös, Dr. Cooper? Nein, vor dir siehst du einen Mann, der vor freudiger Zuversicht erbebt. Ist es normal, dass der Locus ceruleus so stark blutet? Nein,
aber deinen Daumen schon. Ach, herrje. Ja, du bist ein Biologe. Was machst du denn hier? Ich habe doch Urlaub. Ein gesellschaftlicher Brauch verlangt, dass ich mal in einer solchen Örtlichkeit die Sau rauslasse. Dieser gesellschaftliche Brauch ist bescheuert. Was ist mit deinem Daumen? Also, ich habe 10 Finger und 10 Zehen. Wenn ich dir zu jedem eine Geschichte erzähle, sitzen wir noch morgen früh hier. Überspringen wir das. Was darf es sein? Ich mache ja gewissermaßen Ferien. Piña Colada erscheint mir angemessen. Mit extra vielen Ananasscheiben, extra viel Schlagsahne, extra vielen Kirschen, extra vielen Schirmchen und ohne Rum. Pass auf, dass ich nicht zu viel trinke. Hey, was macht ihr zwei denn hier? Wir sind erwachsene Männer, wir trinken in Bars. Nein und nein. Ist alles in Ordnung mit dir und Bernadette? Oh, ja, na klar. Bei dir und Amy auch? Oh, aber ja. Ihr wisst, die zwei simsen mir jede Kleinigkeit aus ihrem Leben. Ich mache keinen Ehevertrag. Also gut, Howard Wolowitz, folgendes. Du unterschreibst alles, was sie dir vorlegt, denn du bist der glücklichste Mann auf der Welt. Wenn du sie gehen lässt, findest du nie wieder eine andere. Ich spreche im Namen aller Frauen. Du kannst mir glauben, wir hatten gestern eine Besprechung. Und du, ein erwachsener Mann, der wegen ein wenig Blut gleich umkippt? Entschuldige mal, das ist eine sehr erhebliche Verletzung. Du... Amy? 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 Was willst du? Ich habe offen gesagt gehofft, ich könnte meine Ferien in deinem Labor fortsetzen. Alles in allem habe ich für eine Woche gebucht. Denkst du ernsthaft, du könntest einfach wieder hier reinspazieren nach deinem gestrigen Verhalten? Ich war nicht ganz bei mir. Ich hatte sehr viel Blut am Daumen verloren. Das ist keine Entschuldigung. Das ist deine Meinung. Ich möchte eine richtige Entschuldigung. Es tut mir leid, dass du nicht verstehst... Nein. ...dass meine Genialität... Nein. ...dass das Spülmittel... Sheldon. Einfach... Na schön. Entschuldigung. Es sei dir verziehen. Und wenn du bleiben willst, fang mit den Bechern an, die sind noch von gestern schmutzig. Nächstes Jahr fahre ich nach Disney World. Bist du mir böse? Nein, ich bin nicht böse auf dich. Es wäre nur schön gewesen, wenn du es mir gesagt hättest, bevor ich es durch den Nerdfunk erfahren hätte. Und was wollen wir jetzt tun? Willst du, dass ich einen Ehevertrag unterschreibe? Ich weiß nicht. Mein Dad macht da so richtig Druck. Wie wär's, wenn ich mit deinem Dad rede? Von Mann zu Mann. Wirklich? Oh, das wäre richtig klasse. Na dann? Ich muss dich aber vorwarnen, da gibt's ein paar Sachen. Auch wenn er längst kein Polizist mehr ist, trägt er dennoch weiterhin seine Waffe. Aber keine Angst, er schießt nicht. Das ist nur noch so eine Art Modetick. Okay. Und nur um sicher zu gehen, wenn du mit ihm redest, dann bloß nicht über Jimmy Carter, Gärtner, Ausländer, Homosexuelle, Champagne, das Zweite Vatikanische Konzil, Waffenkontrolle, Bio-Lebensmittel, Recycling oder die Tatsache, dass du Jude bist. Verstehe, alles klar. Mailst du mir die Liste? Vielleicht ist doch wichtig, wenn er dich anschreit, dann geschieht dir nichts. Aber wenn er anfängt, richtig still zu werden, dann sieh ihm nicht in die Augen und verschwinde so schnell du kannst. Und nicht geradeaus laufen, sondern einfach in Zickzacklinien. Ja, also es eilt ja im Moment nicht. Ich rede dann mit ihm im Mai. Im Mai bist du auf der Internationalen Raumstation. Wir haben ein Telefon.
Das war eine schöne Ruhestandfeier. Finde ich auch. Es ist trotzdem schade, dass Professor Rothman schon abtreten musste. Die Universität hatte doch keine Wahl. Er ist durchgedreht. Das kommt bei theoretischen Physikern relativ oft vor. Ich frag mich, wann es bei Sheldon so weit ist. Diese Shrimps haben alle dieselbe Größe. Es gibt keine logische Reihenfolge, um sie zu essen. Kann nicht mehr lange dauern. Hey, seht nur, Rothmans leeres Büro. Traurig. Ja, allerdings. Echt traurig. Erster. Was gibt's, Leute? Was hast du hier zu suchen, Kripke? Ich messe mein neues Büro für die Vorhänge aus. Das ist nicht dein Büro. Es ist noch nicht vergeben worden. Ich habe mich gleich als Erster gemeldet, als Professor Rothman versucht hat, auf der Weihnachtsfeier die Torte zu besteigen. Als Erster? Aber das ist eine Universität und kein Spielplatz. Büroräume werden nicht danach vergeben, dass jemand Erster ruft. Du hast auch Erster gewesen. Sei still! Die Bürovergabe erfolgt nach dem Dienstalter. Ich war vor dir in dieser Universität. Ich war vor dir in diesem Büro und der frühe Vogel fängt den Wurm. Gentlemen? Professor Rothman. Professor Rothman? Guten Abend. Wiedersehen. Es gefällt mir, wenn Männer Hüte tragen. Es verleiht ihnen Würde. Hier ist was Kleines für dich. Was Kleines für mich? Oh! Aber das ist ja riesig. Riesig ist, was du für mich getan hast. Oh nein, Amy, ich habe gar nichts getan. Doch, doch, bevor wir befreundet waren, war ich nur ein Mauerblümchen. Aber sieh mich jetzt an. Ich bin mittlerweile sowas wie ein Hipster-Partygirl. Mit einer Gang, einem Freund und einem neuen Spitzen-BH, der vorne zugehakt wird. Pack es aus, pack es aus! Okay. Es sollte was sein, was du noch nicht hast. Wow, ich weiß nicht, was ich sagen. Wow. Gefällt es dir? Ob es mir gefällt? Wow. Und wo willst du es aufhängen? Oh mein Gott, aufhängen, wow. Weißt du, ich habe weder einen Haken noch Nägel noch einen Hammer. Kein Problem. Oh, Wahnsinn. Du hast ja bereits alles da, wow. Ich habe ihn gefunden, er geht zum Urinal. Präsident Siebert? Kann das nicht warten. Tut mir leid, wir müssen mit Ihnen reden. Jetzt? Sie wissen, dass ich Ihr Boss bin und meinen Penis in der Hand halte? Sheldon, lass dem Mann seine Privatsphäre. Tut mir leid, der Kerl respektiert einfach keine Grenzen. Was wollen Sie? Würden Sie dem Irren sagen, dass Rothmans Büro rechtmäßig mir gehört? Erörtern Sie das mit Ihrem Fachbereichsleiter. Das wollten wir, doch sein Assistent sagte, er sei auf Forschungsreise, obwohl wir deutlich hören konnten, wie sein Bürofenster auf- und zugemacht wurde. Gentlemen, ich versuche hier eine Aufgabe zu bewältigen und habe gerade Probleme damit. Meine Güte, Präsident Siebert, ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber Probleme bei der Initiierung des Urinstrahls könnten das Symptom einer benignen Prostata-Hyperplasie sein. Falls es Sie interessiert, schicke ich Ihnen einen Link für ein YouTube-Video, das zeigt, wie man bei sich selbst eine Rektaluntersuchung vornimmt. Ich rate Ihnen allerdings, sich zuvor die Fingernägel zu schneiden. Ignorieren Sie ihn, Präsident Siebert. Ein junger Mann wie Sie hat doch ganz bestimmt eine gesunde Prostata. Oh, er will sich doch nur bei Ihnen einschleimen. Dabei fällt mir ein, Butter ist ein gutes Gleitmittel bei einer Rektaluntersuchung. Gentlemen, ich überlasse es Ihnen, eine Lösung dafür zu finden. Denn A, sind Sie beide brillante Wissenschaftler. Und B, interessiert mich die Frage, wer in dieses Büro geht, ungefähr genauso sehr wie der Furz einer Ratte. Ah ja. Da wir schon hier sind, kann ich gleich pinkeln. Kripke? Ja? Das ist mein Platz. Das ist aber groß. Gewaltig groß. Und hässlich. Total hässlich. Was mache ich denn jetzt damit? Ich weiß es nicht. Wenn du es wegnimmst, bricht es ihr das Herz.
Sieh nur ihr Gesicht an. Dieses enorme, verstörende, total irre Gesicht. Meinst du, es gefällt mir irgendwann mal? Tja, das kommt darauf an. Magst du Bilder, auf denen du wie ein Mann aussiehst? Okay, es muss weg. Oh, und was sagst du, Amy? Ach, wie wär's, wenn ich sage, das Bild hat dich eifersüchtig gemacht, weil es ohne dich ist? Nein, am Ende schenkt sie mir auch eins. Ich hab schon ein Bild von mir und Howards Mom, auf dem wir uns am Strand Zöpfe flechten. Ich hab schon genug gelitten. Ich würde sie herunternehmen und wieder aufhängen, wenn sie herkommt, aber es ist ganz schön schwer. Echt blöd, dass du nicht so stark bist wie der Kerl auf dem Bild. Sieh dir das mal an. Ich ersteigere für $25 bei eBay einen handgefertigten Harry Potter Zauberstab und der Kerl schickt mir einen Ast. Er hat bloß aus seinem Garten einen Ast geholt. Ah, er ist nummeriert. Limitierte Edition, nett. Oh, das ist wohl Kripke. Was will der denn hier? Wir wollen diese leidige Bürogeschichte wie Gentlemen regeln. Und wenn das nicht funktioniert, vergifte ich seinen Tee. Cooper? Kripke, komm rein. Ich mache Tee. Möchtest du eine Tasse? Habe ich ein Sommerkleid an? Nein, ich will keinen Tee. Komm doch gleich zur Sache. Gern. Im Interesse der Erhaltung unserer Freundschaft... Wir sind keine Freunde. Wow, es fällt nicht gerade leicht, das zu hören, aber gut. Wie du weißt, gehört zu den wesentlichen Eigenschaften der Diplomatie der Kompromiss. In diesem Sinne schlage ich Folgendes vor. Ich übernehme ab sofort Rothmans Büro und du siehst dafür zu, dass du dich damit abfindest. Wie wär's damit? Ich ziehe in Rothmans Büro und du zerbeißt eine Zitrone. Willst du wirklich keinen Becher Tee? Entscheidet das doch mit Stein, Papier, Schere, Echse, Spock. Was soll das sein? Stein, Papier, Schere, Echse, Spock wurde vom Internetpionier Sam Cass entwickelt, als Weiterentwicklung des klassischen Stein, Papier, Schere. Gegrüßt sei Sam Cass. Hi. Wie funktioniert's? Och, ganz einfach, Jan. Schere schneidet Papier, Papier bedeckt Stein, Stein zerquetscht Echse, Echse vergiftet Spock, Spock zertrümmert die Schere, Schere köpft die Echse, Echse frisst Papier, Papier widerlegt Spock, Spock verdampft den Stein und, so wie es immer war, Stein schleift Schere. Entschuldige, kannst du es wiederholen? Ja, natürlich. Schere schneidet Papier, Papier bedeckt Stein, Stein zerquetscht Echse, Echse vergiftet Spock, Spock zertrümmert Schere, Schere köpft Echse, Echse frisst Papier, Papier widerlegt Spock, Spock verdampft den Stein und, so wie es immer war, Stein schleift Schere. Ich hab's fast. Noch einmal. Schere schneidet Papier, Papier bedeckt Stein, Stein zertrümmert... Schluss damit. Er verarscht dich nur. Tatsächlich. Tja, dann... Stecken wir wohl in einer Zwickmühle fest. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als dich zum Duell zu fordern. Ich würde dir den Federhandschuh hinwerfen, hab aber schon meine Wintersachen weggepackt. Wir sind im 21. Jahrhundert. Ihr könnt euch nicht duellieren. Ah, nicht so schnell, Howard. Barry, wie gut kannst du schießen? Nicht mit Pistolen, mit dem Verstand. Ein Quiz um Trivialwissen und du darfst das Schlachtfeld wählen. Star Trek Original, Star Trek Die Nächste Generation, Star Trek Deep Space Nine Wissen, Star Trek Voyager Wissen oder Modelleisenbahn. Du bist aber im Vorteil, weil du ein eidetisches Gedächtnis hast. Außerdem gucke ich Star Trek nicht mehr, seit ich entdeckt habe, dass der Stripclub bei mir ein Gratis-Buffet hat. Es wird nicht leicht, etwas zu finden, worin ihr beide gut seid. Seid ihr beide in irgendetwas gleich schlecht? Sport. Also dann, einer gegen einen. Wer zuerst 5 hat, gewinnt das Büro. Fragen? Ja, Sheldon? 5 was? Bälle im Korb. Der war's, oder?
Auszeit. Hier ist nicht genug Platz. Wisst ihr noch, wie die Mobber uns früher fertig gemacht haben? Ja. Ich kann sie verstehen. Das hat er mit Absicht gemacht. Nein, das hat er nicht. Nichts, was hier passiert, geschieht mit Absicht. Okay, vergessen wir einer gegen einen. Versuchen wir es mit Freiwürfen, okay? Der erste von euch, der einen Korb erzielt, gewinnt das Büro. Da machst du es uns zu leicht, Hofstetter. Nein, ganz bestimmt nicht. Nutze die Macht, Sheldon. Nutze die Macht. Ich brauche noch mehr Macht. Also dann, Cooper, mach dich für die Trauer bereit. Kriege ich einen Punkt dafür? Ihr hattet 45 Minuten und es ist nicht mehr lustig. Versuchen wir was anderes. Welchen Vorschlag machst du? Ich zähle bis drei und ihr prellt den Ball so fest auf den Boden, wie ihr könnt. Und wessen Ball höher fliegt, gewinnt. Oh, jetzt gehst du unter, Cooper. Ach, sag das nicht, Kripke. Ich habe zu meiner Zeit viele Gummibälle springen lassen. Okay, genug des Sprücheklopfens. Eins, zwei, drei. Sheldon war höher. Gratuliere, Sheldon, das Büro gehört dir. Wer kriegt jetzt einen ungenügenden Sport, hä? Oh, was für ein schöner Film. Das gibt's doch nicht, dass du Grease noch nie gesehen hast. Meine Mutter hat mir das nie erlaubt. Sie dachte, ich schließe mich sonst einer Gang an. Ich gehe dann jetzt. Ich muss morgen ganz früh raus. Meine Firma testet ein neues Steroid, das Hoden angeblich nicht schrumpfen lässt. Und wer als Letzter kommt, muss die Messungen durchführen. Ich gehe dann jetzt auch, ja? Gute Nacht, Gemälde Penny. Gute Nacht, richtige Penny. Gute Nacht, richtige Amy. Du musst nicht Gute Nacht zu Gemälde Amy sagen, denn sie geht nie wieder weg. Gute Nacht, richtige Penny. Mach's gut. Gute Nacht, Transvestiten Penny. Oh, okay, du kommst jetzt runter von der Wand. Aus den Augen, aus dem Sinn. Schön wär's. Sag, kann ich mir den Film ausleihen? Diese singenden Halbstarken machen mich irgendwie an. Klar, gern, nur zu. Gib ihn mir zurück, wann du willst, okay? Oder weißt du was? Behalt ihn. Erst mein Geschenk für dich. Danke. Also dann? Oh, warte. Wo ist denn das Gemälde? Gleich da drüben. Wieso? Ich hab keine Ahnung. Ist ja mysteriös. Es gefällt dir nicht. Doch, doch, doch. Es ist nur, ich finde, es ist ein bisschen zu groß. Ich bin ja so eine Idiotin. Nein, das bist du nicht. Hilf mir, es wieder aufzuhängen. Wozu? Damit du es abhängen kannst, wenn ich weg bin? Ich brauche dein Mitleid nicht. Oh nein, Amy, bleib hier. Nur gut, dass ich keine Skulptur hab machen lassen. Ah, die Beute. Ich verstehe jetzt, wieso Sieger sie so lieben. Ich freue mich für dich, Sheldon, aber ich finde es schade, dass wir uns das Büro nicht mehr teilen. Och, das ist doch klar. Ja. Komm ruhig vorbei, wann immer du willst. Danke. Ja, ruf vorher an. Oh, hallo. Professor Rothman, das ist nicht mehr Ihr Büro. Sie sind emeritiert. Ich glaube, das Wort, das Sie sagen wollten, heißt unsichtbar. Ich möchte mich entschuldigen. Bemühe dich nicht. Amy, bitte. Das war echt demütigend. Die ganze Zeit, während wir uns Grease angesehen haben, dachte ich, dir gefällt das Gemälde. Ich weiß. Ich war so dumm von Summer Loving bis zum letzten Rammer, Lammer, Lammer, Dinge, 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 Dong.
Du hast recht, du hast vollkommen recht. Ich hätte ehrlich sein müssen und dir sagen sollen, dass das Geschenk zu viel ist. Ja, zu viel. Weil unsere Freundschaft im Grunde asymmetrisch ist. Offensichtlich mag ich dich mehr als du mich. Ich glaube nicht, dass man beziffern kann, wie sehr man einen anderen mag. Das Bild ist 1,2 Quadratmeter groß. Reicht dir das als Bezifferung? Amy, ich bitte. Ich beziffere es auch in Dollar. Das Gemälde hat 3 Riesen gekostet. 3 Riesen? Oh mein Gott! Amy, ich kann dir nur versichern, dass du meine Freundin bist und ich dich in meinem Leben nicht missen will. Es tut mir leid. Es fällt mir im Moment schwer, dir das zu glauben. Schnapp dir deinen Hammer. Nein, zu spät dafür. Okay, also gut, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber der wahre Grund, warum ich es abgehängt habe, war... Es hat Bernadette eifersüchtig gemacht. Ach du meine Güte, wie habe ich das nur übersehen können? Das Gemälde ist eine unentwegte Erinnerung für sie, dass sie von uns dreien die am wenigsten coole ist. Ja, das, genau das ist es, also... Du hast so ein gutes Herz. Ach, ist halt so. Komm mit. Wo gehen wir denn hin? Wir hängen das Gemälde wieder bei dir auf. Ja, aber was ist mit Bernadette? Scheiß drauf, die soll froh sein, dass sie mit uns abhängen darf. Was machst du da? Ich versuche die Temperatur hier drin zu erhöhen, bevor meine Brustwarzen das T-Shirt durchstoßen. Wieso stellst du die Temperatur nicht einfach höher ein? Aha, eine gute Frage. Allerdings befindet sich der Thermostat für mein neues Büro nicht in meinem neuen Büro, nein, sondern nebenan in Professor Davenports Büro, die zurzeit in den Genuss der mit der Menopause einhergehenden Hitzewallungen kommt. Wieso ist ein Loch in der Wand? Tja, wieso ist ein Loch in meinem neuen Büro? Ich habe es auf 2 Möglichkeiten eingegrenzt. Entweder war etwas in der Wand, was jemand außerhalb der Wand unbedingt haben wollte, oder, was verstörender wäre, es war etwas in der Wand, das unbedingt hinaus wollte. Wenigstens hast du jetzt ein Fenster, das aufgeht. Ist doch toll. Findest du? Tja, dann hör zu. Meinst du das Wendspiel? Nein, das hasse ich, aber warte ab. Da ist er ja. Der Vogel? Ja, er liegt nämlich völlig neben der Tonart des Windspiels. Und? Du verstehst es nicht. Was? Das ist eine Spottdrossel. Spottdrosseln können ihren Gesang variieren. Das bedeutet, sie singt absichtlich falsch. Sie verspottet mich. Ach, hey. Da ist es wieder, spürt ihr sie? Die zunehmende Erkenntnis, dass du ein ziemlich verschrobener Typ bist, ja. Nein, die Vibrationen. Wir sind direkt unter dem Geologielabor und sie lassen schon wieder die verflixte Schüttelsiebmaschine laufen. Hey, ihr Kieselklopfer! Wenn ihr schon was aufklopfen müsst, dann nehmt doch eure Köpfe! Sheldon, ganz ruhig. Wie kann ich denn ruhig sein? Mein Nervensystem ist so angespannt wie die Saiten einer Harfe und es zupfen Löcher daran und Vögel und der Wind und das tiefhängende Skrotum des schwer zu verteidigenden Professor Rothman. Wenn du hier nicht glücklich bist, dann überlass doch Kripke das Büro. Und ihn gewinnen lassen? Hältst du mich denn für verrückt? Wir versuchen hier zu denken, ihr Geoden liebenden Feldspat-Sandkasten-Heinis! Und du! Die Noten sind C, D, E, G und A! Nimm eine davon oder ich werde deinen Baum fällen! Wie ist das? Rechts etwas höher. So? Noch ein bisschen. Halt! Das ist es. Ja, ganz okay, das ist gut. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Eigentlich wurden wir nackt gemalt. Aber ich habe ihn gebeten, die Kleidung zu ergänzen. Es wäre sonst eine unnötige Herausforderung für unsere Heterosexualität. Gute Entscheidung. Aber falls es dir lieber wäre, brauchen wir nur ein bisschen warme Seifenlauge und ein paar Schwämme. Du meinst doch das Gemälde, na, oder? Klar. Hilfe! Kann mir jemand helfen? Was ist passiert? Ich wollte mal sehen, was hier drin ist und bin mit dem Kopf stecken geblieben.
Wieso machst du sowas auch? Das nennt sich wissenschaftliche Neugier. Besorg mal etwas Butter. Ja, halte durch, ich bin gleich wieder da. In der Zwischenzeit was einkaufen und hol dich ab, wenn du fertig bist. Okay, es wäre mir lieber, wenn du bleiben würdest, aber okay. Hey, Sheldon. Hallo, ich möchte meinen üblichen Haarschnitt von Mr. D'Onofrio. Tut mir leid, Onkel Tony ist im Krankenhaus, er ist sehr krank. Oh je, Mr. D'Onofrio ist im Krankenhaus. Wieso widerfährt mir immer sowas? Ich kann sie Ihnen schneiden. Sie sind nicht Mr. D'Onofrio. Ich bekomme meinen Haarschnitt von Mr. D'Onofrio. Was bildet der sich ein? Entschuldigen Sie uns ganz kurz. Sheldon, das geht klar. Er kann das. Er ist ein Friseur. Er ist kein Friseur. Er ist nur der Neffe. Er ist ein Beispiel für die Vetternwirtschaft, die in der Friseurbranche um sich greift. Abgesehen davon weiß Mr. D'Onofrio ganz genau, wie ich meinen Haarschnitt wünsche, weil er sämtliche Haarschnittunterlagen von meinem Friseur aus Texas hat. Wie ist denn das gemeint? Als ich damals hergezogen bin, hatte ich Sorge, keinen geeigneten Friseur zu finden. Darum hat meine Mutter meine Haarschnittunterlagen hierher geschickt zu Mr. D'Onofrio. So etwas wie Haarschnittunterlagen gibt es nicht. Doch, natürlich. Hast du sie je gesehen? Nein, aber meine Mutter hat mir versichert, dass sie hergeschickt wurden. Und ich wette Dollar gegen Donut, dass der Typ da sie nicht hat. Verzeihung bitte, haben Sie Zugang zu meinen Haarschnittunterlagen? Ihren was? Um T.S. Eliot frei zu zitieren, auf diese Weise endet die Welt nicht mit einem Knall, sondern mit einem Neffen. Sheldon, du bist ein erwachsener Mann. Er ist ein Experte und dein Haarschnitt ist die Nummer 3 auf diesem Plakat von 1946. Also, setz dich hin und lass ihn machen. Na schön, aber wenn ich hinterher wie ein Idiot aussehe, ist es deine Schuld. Also, mein Sohn hat heute etwas Ulkiges gesagt. Nein! Wenn Sie das hier nachher weitererzählen, das Wort, das wir verwenden, lautet Sonderling. Gibst du mir den Parmesankäse? Klar. Was machst du da? Ich halte die Haare von meinen Augen fern. Du bist mit dem Haareschneiden gerade mal einen Tag überfällig. Danke für das Hervorheben meines Albtraums. Alles hergehört. Ich habe meinen Marschbefehl. Nutzlastspezialist Howard Wolowitz. Am Montag fängt im NASA Johnson Space Center in Houston, Texas, Ihr Astronautentraining an. Punkt 8 Uhr. Ja, aber das ist von der NASA, also heißt es 0800. Aber hier steht 8 Uhr. Ja, es heißt aber 0800. Ich sehe aber keine Null davor. Weißt du, wo ich eine Null sehe? Direkt vor mir, denn ich bin Astronaut und du bist neidisch, du Null. Trainieren Sie da mit dir? Hör auf damit! Ich kann nichts dafür. Ich komme mir wie ein Teenie-Schwarm vor. Ich habe früher meinem Bruder die Haare geschnitten. Ich kann auch deine schneiden. Penny, ich weiß, du meinst es gut, wenn du mir deine ländlichen Künste anbietest. Aber hier in der Stadt stampfen wir die Butter nicht selbst. Wir machen keine Kleider aus Jutesäcken und wir lassen uns ganz sicher nicht die Haare von Wasserstoffblonden. Sei nett. Tut mir leid, ich werde schon zum Rüpel durch die langen Haare. Geh doch zu meinem. Er ist bei Juan Juan in Beverly Hills. Da bekommst du Tee und eine Kopfmassage. Es kostet zwar $100, aber hin und wieder sitzt neben dir ein richtiger Superstar wie Tony Danza. Meine kleine Frage. Haben wir tatsächlich das Thema gewechselt von ich gehe zum Astronautentraining zu Sheldon kriegt keinen Haarschnitt? Wer ist jetzt hier neidisch? Die Null bist du. Sheldon, du verdirbst uns den Freund-Freundin-Gesangsabend.
Es tut mir leid, aber ich suche einen Friseur und mir läuft die Zeit davon. Mein Haar wächst mit der Geschwindigkeit von 4,6 Joktometern pro Femtosekunde. Wenn du ganz ruhig bist, kannst du es wachsen hören. Wie wär's mit Supercut? Nein, habe ich einmal versucht. Sie schneiden Männern und Frauen die Haare zur gleichen Zeit im selben Raum. Das ist wie Sodom und Gomorra mit Haarspray. Das ist doch keine Katastrophe. Wieso lässt du die Haare nicht etwas wachsen? Wieso ich meine Haare nicht etwas wachsen lasse? Wieso trage ich nicht gleich Gesundheitslatschen und frage, wenn ich eine Bestätigung meiner Ansichten suche, ey, hast du's geschnallt, du? Tja, ich weiß nicht. Du würdest mit langen Haaren sexy aussehen. Wenn sie lässig auf deine Schultern fallen und nach hinten wehen, wenn du auf einem Pferd reitest. Mit bloßer Brust und ohne Sattel. Ich geh mir die Zähne putzen, es kann eine Weile dauern. Hi! Hi, Süßer! Du fehlst mir. Du fehlst mir auch. Erzähl mir mal, wie dein erster Tag war. Oh, warte, wo soll ich anfangen? Ich durfte den Zustand der Schwerelosigkeit erleben. Cool, und wie geht das? Das ist irre, du fliegst in einem Flugzeug, das knapp 20 Sekunden lang steil in die Höhe steigt und dann fast senkrecht nach unten geht, als würde es abstürzen. Und das machen sie immer und immer wieder, egal wie oft man sich dabei übergibt. Du hast dich erbrochen? Ja. Und das Verrückte dabei ist, weil es keine Schwerkraft gibt, schwebt deine Kotze vor deiner Nase. Wie ein kleiner Ball. Und wenn dein Mund offen ist, weil du schreien musstest, schwebt sie manchmal einfach wieder in den Mund zurück. Wie die anderen lachen, wenn ihr das passiert. Das finde ich gemein. Nein. Na, ich hätte ja mitgelacht. Ich wollte nur nicht, dass die Kotze wieder rausfliegt. Na, egal. Oh, tust du mir einen Gefallen und könntest du mir per Nachtkurier ein paar Unterhosen schicken? Klar, wieso? Ich konnte die Zentrifuge sehen, in der ich morgen herumgewirbelt werde und ich habe das Gefühl, ich habe nicht genügend hier. Mr. D'Onofrio? Ich bin's, Sheldon. Sie hatten leider nichts Spezielles zum Thema Friseur im Geschenkladen, also habe ich den gekauft. Ich weiß nicht, ob Sie das auf dem T-Shirt lesen können, aber da steht, wird bärig, bald gesund. Glauben Sie mir, wenn Sie auch nur ein bisschen bei Bewusstsein wären, würden Sie darüber lachen. Es gibt neue Studien, die belegen, dass Menschen im Koma sich dessen bewusst sind, was um sie herum vorgeht. In diesem Sinne, wenn Sie mich hören, bewegen Sie sich vom Licht weg und nähern Sie sich dem Klang dieser Schere. Kann ich Ihnen helfen? Ja, haben Sie hier vielleicht so etwas wie einen Friseurumhang? Hey, haben wir unsere Pillen ausgespuckt und sind aus dem 9. Stock zu einem kleinen Abenteuer aufgebrochen? Oh nein, nein, ich bin nur hier, um mir die Haare schneiden zu lassen. Ich verstehe, dann warten Sie hier einen Moment. Security! Ich renn lieber weg. Aber nicht mit der Schere rennen, das ist gefährlich. Also, wenn ich mein Pferdchen hier hinstelle... Ist das dann nicht Schachmatt und ich habe gewonnen? Also ja oder nein? Ich finde, wir sollten für heute Schluss machen. Es ist dein erstes richtiges Spiel und ich habe dich mit Informationen überhäuft und... Nein, warte, dein König sitzt in der Falle. Er kann nicht dahin wegen meinem Leuchtturm. Und er kann auch nicht dahin wegen meinem Typ mit dem spitzen Hut. Wie gesagt, ein kompliziertes Spiel. Und habe ich nun gewonnen oder nicht? Hattest du Spaß? Denn wenn du Spaß hattest, dann ja, dann hast du gewonnen. Denn nur darum geht es beim Schachspiel. Hallo. Hey. Oh, hey, entschuldige, ich setz mich rüber. Was? Wieso? Mein Platz, dein Platz. Was spielt das schon für eine Rolle?
Was ist denn jetzt passiert? Ich weiß es nicht. Du spielst auf einmal Schach wie Bobby Fischer und Sheldon macht es nichts, dass du auf seinem Platz sitzt. Da kann nur jemand in der Zeit zurückgereist sein und hat den Ablauf der Menschheitsgeschichte verändert. Schätzchen, geht's dir gut? Nein, es geht mir nicht gut. Es ist schon 6 Tage her, dass mein Haarschnitt fällig war. Und es ist nichts Schlimmes passiert. Tut mir leid, das verstehe ich nicht. Leonard, bitte erkläre es ihr. Gut, er ist verrückt. Ich verbringe mein ganzes Leben damit, Ordnung in das Universum zu bringen, durch sorgfältige Planung jeder Minute von jedem Tag. Aber was nützen mir meine Essensplanung, meine Pyjama-Wechsel, meine präzise Stuhlgangstabelle? Jetzt wird mir klar, ich habe meine Zeit verschwendet. Gut, dann verschwindet jetzt dieses eklige Diagramm vom Kühlschrank. Weißt du, Sheldon, manchmal ist das gut, wenn man nicht weiß, was die Zukunft bringt. Nimm nur mich und Leonard. Wir waren zusammen, haben Schluss gemacht und versuchen es wieder. Wir wissen nicht, was daraus wird. Ach bitte, hier weiß wirklich jeder, was daraus wird. Aber ich verstehe, was du meinst. Es könnte gut für dich sein. Vielleicht wird es Zeit, dass du mal ein paar Dinge umkrempelst. Du hast recht. Dann begrüße ich jetzt das Chaos. Sehr gut. Was machst du als erstes? Ich weiß noch nicht. Es könnte alles Mögliche sein. Es steht mir doch alles offen. Die Welt liegt mir zu Füßen. Ich weiß was. Ich ziehe mir bereits heute Abend meinen Dienstagspyjama an. Also, ich mache mir ein wenig Sorgen um ihn. An deiner Stelle würde ich mir Sorgen machen, dass ein Mädchen, das noch nie Schach gespielt hat, dich vom Brett gefegt hat. Hi! Howard, was ist denn mit dir passiert? Letzte Nacht hatten wir ein Überlebenstraining in der Wildnis. Mordspaß! Ein Riesenspaß! Ich wollte mich noch für dich frisch machen, aber ich habe irgendwie auf dem Weg ins Bad das Bewusstsein verloren. Überlebenstraining? Ist das wie Camping? Aha. Es ist bloß ohne jedes Essen und ohne Wasser. Und wenn Sonnenuntergang ist, gibt es keinen Sabbatgottesdienst wie früher im Sommerzeltlager. Schlaft ihr in Zelten? Nein. Ich habe in einem Loch geschlafen, das ich in die Erde gegraben habe, mit meinen bloßen Händen. Und dann mitten in der Nacht ist ein Gürteltier reingekrochen und hat sich an mich gekuschelt. Armer Liebling. Aber ich hab's geschafft. Ich lebe noch. Danach hat's zunächst nicht ausgesehen, als der Sandsturm angefangen hat. Ich hab mir einfach den Rollkragen übers Gesicht gezogen und auf den Tod gewartet. Aber dann irgendwie, als ich so da lag, eingehüllt in den Kokon meines eigenen Nackenschweißes, fand ich den ursprünglich primitiven Teil des Menschseins, der einfach nur überleben will. Ja, egal was es kostet. Du bist so mutig. Ich bin stolz auf dich. Ich habe ein Schmetterling gegessen. Er war ganz winzig. Und wunderschön. Ich hatte solchen Hunger. Weinst du? Nein, ich glaub nicht, dass das möglich ist. Ich bin total dehydriert. Mein Pippi ist wie Zahnpasta. Howie, wenn du das nicht mehr aushältst, dann komm nach Hause. Das ändert nichts daran, was ich für dich empfinde. Danke, Schätzchen. Aber ich kann nicht aufhören, ja? Wenn ich das tue, bin ich nur der Typ, der die Chance hatte, Astronaut zu werden und sie weggeworfen hat. Kann ich dir denn irgendwie helfen? Nein. Doch, schick mir noch mehr Unterhosen. Nicht Sheldon sein, der auf Bongos spielt. Bitte lass das nicht Sheldon sein, der auf Bongos spielt. Und
Hallo, Lennart, machst du meine Bongos? Es war dir zwar nicht klar, doch ich habe Bongos. Sheldon, es ist 3 Uhr morgens. 3 Uhr morgens ist eine gute Zeit für Bongos. Ich hab geschlafen. Lennart schläft, wenn ich auf meinen Bongos spiele. Nein, er schläft nicht. Lennart schläft nicht, wenn ich auf meinen Bongos spiele. Bongo Solo! Stopp, 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 hör auf! Hör damit auf! Was soll das hier? Oh, hey Penny, stell dir vor, Sheldon hat sich Bongos gekauft. Wieso hast du dir Bongos gekauft? Richard Feynman hatte Bongos. Das wollte ich auch mal versuchen. Richard Feynman war ein berühmter Physiker. Lennart, es ist 3 Uhr morgens. Mir ist's auch egal, wenn er ein lila Kobold ist, der in meinem Arsch wohnt. Penny meint, wenn er ein lila Kobold wäre. Penny vergisst schon wieder mal den Konjunktiv. Sheldon, geh ins Bett. Du musst morgen arbeiten gehen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht gründe ich morgen eine Bongo-Band und gehe auf Welttournee. Warte, nein, 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 hör auf. Mitbewohnervereinbarung. Keine Folklore-Musik, kein Gruppensing und keine Barbershop-Quartette nach 10 Uhr abends. Mitbewohnervereinbarung, ist das ein Witz? Wir leben in einer Welt des Chaos. Mitbewohnervereinbarung. Wo willst du jetzt hin? Wo immer die Musik mich hinführt, Kleines. Ich spiele Bongos beim Treppen runtergehen. Spiele niemals Bongos beim Treppen runtergehen. Überraschung! Was suchst du denn hier? Ich will dir helfen, das durchzustehen. Wenn du es nicht allein schaffst, brauchst du jemanden, der dir zur Seite steht. Oh, ich liebe dich ja so sehr. Ich liebe dich. Howard, dein Badewasser wird kalt! Keine Sorge, wenn sie eingeschlafen ist, dann kuschel ich mich an dich wie ein Gürteltier. Er ist mitten in der Nacht mit seinen Bongos aufgetaucht. Fälschlicherweise dachte ich, es sei eine Art musikalisches Vorspiel. Der Ärmste. Er braucht jetzt viel Schlaf. Sheldon, schlafen will, wenn Lennart Bongo spielt! Das war jetzt unnötig. Doch, das war jetzt nötig. Was ist denn los? So, Sheldon, der Wahnsinn hat jetzt lange genug gedauert. Komm mit nach Hause, damit ich dir die Haare schneiden kann. Penny, du hast das nicht gelernt, du hast kein Zeugnis, aber wichtiger noch, du hast keinen Zugang zu meinen Haarschnittunterlagen. Na gut, Schätzchen, hör mal, wir kennen uns jetzt schon ziemlich lange. Ja? Ich war mit dir in Disneyland, ich habe einem Typen für dich in die Eier getreten. Ich singe das Katzentanzlied, wenn du krank bist. Du hast mich sogar schon mal nackt gesehen. Entschuldige bitte, was? Ach... Das ist eine lange Geschichte. Jedenfalls, Sheldon, ich verspreche dir, ich weiß, was ich tue. Bitte, lass mich dir die Haare schneiden. Amy, was hältst du davon? Diese Frau dürfte an meinem Körper jedes Haar schneiden. Na schön, gehen wir. Danke, dass ich auf deiner Couch schlafen durfte. Ich habe oft genug gesagt, wie wär's mit meinem Bett. Wie kommt es, dass Sheldon dich nackt gesehen hat? Ach, entspann dich. Es war nur ihr Hinterteil und ihre Brüste. Ich bin fast fertig. Gegen Ende des Haarschnitts hat mir Mr. D'Onofrio immer einen Herrenwitz erzählt. Oh, tut mir leid, ich kenne keine Herrenwitze. Schon gut, ich habe sie sowieso nie verstanden. Okay, wie findest du's? Naja, etwas sehr à la Hollywood. Ich würde sagen, das kommt hin. Gut gemacht, Penny. Ah, sag ich doch. Okay, ich rasiere dir jetzt nur noch den Nacken etwas aus und dann war's das. Gut. Bitte entschuldige, manchmal kitzelt die Haarschneidemaschine ein wenig. Okay.
wir sind dann fertig. Warte, ich will dir das nur schnell abnehmen, ja? Okay. Ich danke dir vielmals. Hab ich gern gemacht. Ja, jetzt muss ich umziehen.